Guck mal, Mulkan, ich bin einfach eine Maske. Oh. Die sieht ja aber auch voll langweilig aus. Ich weiß, sie sieht auch... Alter, aber guck mal, die ist jetzt gerade 500 Dollar wert. Oh mein Gott, was? Du musst rechts. Knapp. Mal 1,6, nein, viel besser. Und mal 2, Alter. Guck was? Okay, die Maske sieht echt krass aus. Zu wenig. Nein. Du wolltest sie gerade verkaufen, ne? Stimmt, ja. Boah, 2160 ist krass, oder? Müssen wir, ja. Muss ich annehmen. Ich will gar nicht wissen, was der andere gegeben hätte. 2000 Dollar nehme ich auf jeden Fall eine Maske an, Alter. Damit können wir uns auf jeden Fall direkt schon mal anfangen, richtig krass Sachen holen. Und was? Wir können unseren Shop ein bisschen verbessern. Welchen? Oh nein, du hast einfach ausgewählt. Okay. Hier auch sogar 10.000 Gold und so. Also, das können wir sich eigentlich mal holen. Wir können jetzt schon mal ein paar Sachen kaufen. Was wollen wir uns hier holen? Wir haben jetzt erstmal Gate, Maskenlevel. Wir haben auf jeden Fall gerade 12.000 Dollar jetzt, ne? Alles ein bisschen? Komm, ich gucke mal alles einmal ganz kurz. So. Und dann auf jeden Fall hier ein bisschen mehr Dingens. Oh, wie teuer! Oh, und noch Maske, teuer. Ja. Maske und noch das Gate ein bisschen erhöhen, okay. Mal gucken, jetzt müssen wir auf jeden Fall hier ein bisschen. Oh, das Ganze. Double Fire! Pass mal, oh mein Gott. 500 Dollar, okay. Hier auch nochmal 1000 Dollar. Nächste Maske. Oh, wie sieht die aus? Oh mein Gott. Die Hulk-Maske. Einfach Hulk. Was? Und hier ist jetzt. Sind wir jetzt vergoldet? Ist das gut? Das ist. Als 7000 Dollar Maske. Okay, nein. Auf jeden Fall nicht. Das ist zu wenig. Er könnte 7. Nee, das ist auch zu wenig. Auch zu wenig. Supergirl! Oh nein, die nimmt 1000 weniger, ne? Okay, anscheinend ist der zweite immer der beste, glaube ich. Also werden wir jetzt gleich auf jeden Fall sehen. Und, komm schon, was können wir jetzt am besten noch holen? Ich würde sagen, wir holen uns noch einen weiteren Customer und ein weiteres Maskenlevel. So. Und noch eins. Und nochmal Geld. So, jetzt haben wir hier. Jetzt haben wir hier einiges. So, hier, guck mal, alles. Alles mitnehmen. So, hier, guck mal. Was ist denn Power? Gucken wir. Ich glaube. Ich weiß nicht. Oh Gott. Oh nein. Feuergeschwindigkeit. Oh. War so das jetzt wenig. Gut oder schlecht? Das war voll wenig. Ey, ne? von diesem Dings. Ich weiß, von Haus des Geldes. Ja. Okay, der bringt 5000. Ich glaube nicht, dass die eine da das bieten könnte. Alter, da macht die richtig krasse Dance. Yeah. Oha. Das Ding ist, drück mal auf Free. Ja, du kannst verdoppeln. Du hast doch die Werbung weggekauft. Stimmt, ich habe alles weggekauft, Leute. Okay, komm, ich mache ein bisschen mehr Geld. Was können wir hier machen? Geld? Gibt es das überhaupt? Nee. Wir machen jetzt mal Maske. So. Die Maske. Oh mein Gott, Golden Fire. Jetzt schießen wir mit Gold. Oh mein. Und das ist richtig stark. Oh mein Gott, das ist richtig stark. So, komm schon. Jawohl. Yo. Outstanding. Okay, jetzt müssen wir das Glas hier noch füllen. Komm. Oh, schade. Nicht gefüllt bekommen. Nicht doch, oh mein trotzdem. Gott, ich hab die Darth Vader Maske. Oha. Komm, mal 2. Oh mein Gott, ich hab 54.000. Die ist vom Joker. Guck dir das mal, die könnte 70.000 geben. Das ist das viel. Ist 20.000 über dem Preis. Das ist richtig viel, ne? Das ist nicht annehmen. Oh. Wie? Ich hätte es nicht angehört. Das hat 20.000 über unserem das Preis. Das können wir jetzt doch verdoppeln. Ah, nee, können wir nicht. Ich glaube schon. Nee, da müssen wir jetzt Werbung gucken. Oh. Okay, aber kein Problem. Wir machen jetzt erstmal den Shop ein bisschen weiter. Und zwar machen wir das hier so ein bisschen cooler mit so roten Sachen. So. Das sieht schon cool mal aus. Gar nicht mal so schlecht. Was ist denn jetzt hier los? Was sind wir denn jetzt hier? Wir machen jetzt den Maskenproducer. Oh mein Gott, jetzt kriegen wir eigene Wir machen unsere eigene Firma auf. Das mal an jetzt hier. Guck mal, was wir jetzt alles hinmachen können. So eine Maskenfabrik, ne? Hä? Oh, ich habe nicht genug Geld. Okay, dann müssen wir, glaube ich, warte mal, wir müssen einmal hier diese Teile nehmen. Und die einmal rauflegen. Dahin machen. Jetzt werden die zu Masken. Oh mein Gott, wir hatten nicht genug Masken gerade, Mirkan. Ah. Oh mein Gott, du musst drauf stehen, ja. Stehen bleiben. Und dann werden die ganzen Masken, glaube ich, genommen. Und wir müssen eine Maske, glaube ich, nehmen, steht hier, ne? Und die müssen wir jetzt irgendwo hierhin verkaufen, oder? Oh, ja. Was? Und dann kommen Leute. Oh mein Gott. Wie cool ist das denn? Alter, die können wir richtig machen. Da können wir das ganze Geld sogar noch einsammeln, sehe ich gerade. Mit diesem ganzen Geld. Können wir was? Können wir noch im Shop hier kaufen? Irgendwas? Nee, ne? Okay.
Dann können wir hier die Masken wieder nehmen. So, alle vier. Können die hier hinbringen. Und die werden jetzt wieder von irgendwelchen Leuten gekauft. Und hier ist dann das Geld, was wir alles einsammeln können. Und mit diesem Geld, Leute, alter Schwede. Aber das ist anderes Geld, ne? Das ist diesmal anderes Geld, genau. Hier können wir jetzt einen einstellen, der für uns arbeitet. Der bleibt dann, oh mein Gott, der bleibt, der macht das mit uns. Das ist so gut. Das ist voll perfekt. Wir werden einfach reich, ne? Wir werden jetzt hier auf jeden Fall auch reich werden. So, ich will das mal alles einsammeln, so. Und dann einmal, zack. Ja gut, das macht der jetzt ja schon auf Hochtouren arbeitet, der. Wir gehen mal rein ins nächste Level. Und so haben wir jetzt hier gerade 74.000. Das heißt, alles auf einmal hier erstmal erhöhen. Guck dir mal die Maske an. Ja, also Maske sieht jetzt schon richtig krass aus, ne? Sieht richtig cool aus. Komm, hier auch nochmal erhöhen. Hier, hier und hier. Okay, wir haben alles. Alles, was ging. Wir nehmen mal eine coole Brille. Alter, gehen wir jetzt zu so einem krassen Maskenball oder was? Machen wir einen krassen Schnurrbart-Mirka, ne? Der Schnurrbart. Ey, der sieht fast aus wie deiner. Gar nicht. Oh, wir können die Farbe auswählen. Gelber Hut hier. Und was bringt das? Ist das so eine Bonusrunde? Bro, oder? Können wir mal darüber reden, wie teuer die geworden ist? Okay, nein, ich möchte noch mehr haben. 700.000 Leon! Zu wenig. 800.000, ich wusste es. Nein. Bist du? Wie nein? Ich hätte nein gemacht. Die am Ende hätte uns bestimmt nur so 300.000 gegeben. Die hätte uns eine Million gegeben. Guck dir das mal an, Alter. 800.000 haben wir jetzt hier, das ne? Okay, ja, das Double Special Ding wollen wir uns nicht. Jetzt können wir aber hier richtig krass upgraden. Guck dir das mal an. Du musst die Maske auf Level 10 machen. Okay, Maske kommt auf Level 10. So, dann kommt. Alter, das ist ja alles hier so hoch. So hoch wie es geht gefühlt. Aber ich kann es gerade gar nicht erweitern. Weil wir zu krass sind. Komm, ich mach ein bisschen Reichweite. So, hier. Wir sind auf jeden Fall jetzt gerade zu krass. Hä, nur plus 10, okay. Das Fragezeichen. Oh mein Gott. Phänomenal! Okay. Ich weiß. So, mal 2. Ah, das können wir verbessern. Halb Maske? Oh Gott. Nein. Du hast es gerade. Aber links, guck mal, links. Links. Ja, ich weiß. Links wäre besser gewesen. Ah, okay. Alter, guck das mal an, warum sind wir Regenbogen? Und wie sind wir eben gerade auf 500.000 gekommen? Und jetzt gerade nur so wenig, ne? Ja. Nur zu wenig, komm. Der muss jetzt aufsetzen. Er gibt jetzt gut was. Ist okay. Er geht einfach unter Wert, ne? Und das war eine phänomenale Maske, ne? Dafür war das echt schlecht. Also das war echt richtig schlecht dafür, ne? Können jetzt auch sogar... wir können pro Runde mal aufleveln. Ich sehe es gerade. Hier, guck mal, Kasten. Maskenlevel erhöhen. Alter, was wir alles hier kaufen können. Okay, das ist es. Haus des Geldes. Maske haben wir jetzt von Anfang an immer. Oh mein Gott, guck mal hier. Okay, ich kann gar nicht mehr kaufen, wenn ich nicht mehr Geld habe. Okay, gehen wir mal kurz zur Maskenfactory. Weil ich glaube... Oh mein Gott. Sind voll viele Masken. Die müssen alle rübergebracht werden, ne? Ich glaube, wir brauchen auch jemanden, der für uns was kauft. Ich glaube, wenn ich hier noch was hinbaue, oder vielleicht sogar... Oh, warte, einmal kurz wieder aufstellen. So, alles drauf machen. Dann könnten wir, glaube ich, ja, was Gutes... Oh ja, alles einmal kurz hier, das ganze Geld einsammeln. So, kurz Reichtum. Alles. Oh, du kannst was Neues kaufen. Und zwar das Ding hier, ne? Ich glaube, eine zweite Fabrik. Und hier, oh mein Gott... Hier könnte ich einen Typen einstellen und sogar so einen Typen, der, glaube ich, die Masken... Oh nein, 54 Dollar. Der die färbt. Hier, warte, ja. Der färbt ja, oben ist auch Geld. Und weißt du, was krass ist? Wir sind gerade bei Level 8 und ich glaube, Level 10 kommt bestimmt irgendwie so ein Boss oder so, ne? Oder so ein Special-Kunde. Ich glaube, ja, der wird richtig krass. Guck mal hier, warte, ich muss hier vorne das Geld einmal einsammeln. Ah, ne, guck mal, die sind dann 7 Dollar wert. Wenn wir die anmalen, können wir die anmalen? Malen wir die jetzt? Oh mein Gott. Wir können die anmalen, ne? Und wir können auch jemanden einstellen, der die dann quasi so anmalen wird. Iron Man Masken! Wir kriegen 10 Dollar pro Maske dann. Einfach doppelt so viel wie mit der anderen Maske. Und warte mal, da können wir auch jemanden einstellen, der auch die Sachen automatisch verkauft, ne? Okay, warte mal. So, ich muss jetzt kurz warten hier, dass wir dann noch genug haben. So, die einmal bitte einmal alle verkaufen. So, hier auch. Und dann kriegen wir fett Kohle. Siehst du das hier, was für Geld wir jetzt hier bekommen? Richtig ja, viel. Wir haben noch 5 drin. Wir gehen aber rein ins nächste Level, weil wir brauchen auf jeden Fall jetzt hier nochmal ein bisschen besseres Geld. So, guck mal hier. Oh nein, verdammt. Ja, und es platzt. Jawohl. Let's go. Und wir machen ein bisschen mehr Feuergeschwindigkeit. Oh mein Gott, jetzt schießen wir viel schneller. Oh ja. Guck mal hier. Zack. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Nein, minus 200. Was ist das denn? Okay, bringt nichts. Nee. Aber 27.000 ist nicht besonders viel, ne?
Was, so eine Kitsune-Maske ist das? 30.000, glaubst du, es geht besser? Ich glaube, sie mag die Maske hinten. Sie wird okay, gut Geld geben. Die wird sie auf jeden Fall mögen. Mehr. Ja, okay. 1.000 weniger, ne, als der andere. Aber immerhin nicht unter Wert. Wäre es unter Wert gewesen, wäre es auf jeden Fall ein bisschen frech. So, was machen wir denn hier? Ein anderes Schild hier, welches wollen wir nehmen? Rechts oder links? Das linke, oder? Linke finde ich auch viel cooler. Guck mal, das ist ja, hier der Maskenshop. Cool. Und jetzt könnten wir sogar die Maske, das Maskenlevel wieder erhöhen. Ich mach's mal ein bisschen. Das Wasser hat sich sogar verändert. Ich weiß, was war denn gerade da los, Alter? Guck mal hier, ich bin da. Weiß nicht. Unglaublicher Hulk. Aber. Okay, ich ging nicht anders. So. Zack. Guck mal, Marvelous, ne? Hä? Was da ist rein! Jetzt? Okay. Du musst rechts bleiben. Ja, rechts. Dann können wir sogar ein bisschen Geld noch bekommen. Bitte, das ist mal. Bitte mal. Nein. Okay. Nein. Jetzt haben wir nur 20.000. Die will mir zu wenig geben. Der gibt uns auch relativ nur 2.000 bewährt. Vielleicht können die uns ein bisschen mehr bringen. Oh ja, ja. Ja, 3.000. Die will auf jeden Fall zu so einer richtig krassen Forschungsparty, glaube ich. Das stimmt. Deswegen braucht sie die gerade. So, guck mal hier. Gar kein Problem, Freunde. Da holen wir uns doch, glaube ich, mal. Wir sind jetzt bei Level 10. Okay, wir sind Level 10. Gehen wir mal kurz in die Maskenfabrik, weil ich glaube, hier gibt es sehr viele Masken gerade, die alle verkauft werden müssen. Guck mal, hier alle hinstellen hier, Leute. Alter, hier gibt es ja echt ganz, ganz viel. Wir können noch ein bisschen ranzoomen sogar. Komm, ich zoome mal ein bisschen ran. So, und dann können wir uns einmal hier wieder die Masken. So. Du hast noch Masken in der Hand. Tatsache, die muss ich nochmal abgeben hier. So, guck mal. Alle rauf. Die ganzen Mentos hier nochmal rauflegen. So. Und dann. Zack. Okay. Und hier, ich sehe es gerade. Oh, hier müssen wir auf jeden Fall einmal wieder, dass die ganzen Dinger hier hochgelegt werden. So, einmal hier rein. Und jetzt haben wir viel Geld. Mit dem ganzen Geld können wir uns einen neuen Mitarbeiter hier kaufen, der automatisch die Masken färbt. Uiuiuiui. Und dann $120 brauchen wir, um halt. Einen zu haben, der, glaube ich, automatisch verkauft oder so. Wir könnten. Das ist echtes Geld. Komm, wir gehen mal rein ins nächste Level. Weil ich glaube, hier können wir jetzt schon mal Fire Range erhöhen. Oh, guck mal hier, direkt mal 2. Wichtig. Was ist das rechts? Ich glaube. Okay, mal Fire Speed. Okay. Das ist gut. Ich weiß nicht, ob das jetzt besser war. Oh, ich glaube, wir hätten rechts bleiben müssen. Verdammt. Okay, hier. Fantastisch, okay. Oh mein Gott, das ist und stark. Und da vorne ist noch das eine Glas. So, komm, jetzt sind wir... Nein. Oh doch, okay. Ja, let's go. Aber wir sind nur bei 22.000, das ist echt nicht so viel. Das lehne ich auch ab hier. Und guck mal, glaube, ganz hinten ist die mit der Hexenmaske, die... Nein, oh, aber den hier das an. War... Ja. Das der Tanz ist, wieder jetzt, oder? Das war ein sehr gutes Angebot, das kann man jetzt einmal nicht so ablehnen, ne? Das kann man echt jetzt nicht so ablehnen, Leute. Guck mal, nein, danke. Wir gehen weiter rein. Oh, wir sind direkt wieder hier, okay, ohne was zu machen. Das heißt, hier müssen wir einmal ganz kurz, glaube ich, ein bisschen Arbeit erledigen. Und ich glaube, hier ist auch, ja, jetzt fett neue Kohle, Leute. Neue Kohle, die wir direkt investieren können. Unseren neuen Mitarbeiter. Factory Money, $6.000, komm. Wir holen mal $6.000. Das ist ein gutes Angebot. So, und mit diesen $6.000 können wir jetzt erstmal hier Mitarbeiter einstellen. Und wir können jetzt hier erstmal... Oh, warte, die muss ich ja mal ablegen. Hier können wir jetzt nämlich extrem viel machen, Leute. Und zwar ein neues Fließband. Uiuiuiui. Mit was neuen machen wir Arbeitern. Hier? Ja, das wirst du jetzt sehen hier. Guck mal, wir können jetzt erstmal hier schön, zack, unser ganzes Geld hier investieren in neue, coole Masken. Guck mal jetzt. Alter, guck dir das mal an, was wir jetzt hier alles machen können. Und ich glaube, wir müssen unsere Masken, glaube ich, wenn ich einmal noch hingehe, können wir, glaube ich, oh mein Gott, ich kann alles ein bisschen erhöhen jetzt hier. Produktion, hier die Maske, okay, Producer, Alter, hier kann man jetzt richtig viel machen, da kann man alles einmal produzieren. So. Das ist alles hier produziert. Das heißt, ich glaube, jetzt sind hier Leute, die automatisch, glaube ich, das vielleicht sogar holen. Also kann das angehen? Nee, so. das irgendwie nicht. Aber vielleicht kommt das noch. Das ist aber voll nervig, weil ich will ja nicht derjenige sein, der das dann da die ganze Zeit hinbringen muss, ne? Du bist der Chef. Ja, eben. Der Chef wird doch nicht die ganze Zeit mit den Du musst Dingern die Masken laufen. Erstmal wegbringen, Leon. Du hast die ganze Zeit mit Masken in der Hand durch die Gegend. Ja, du hast da recht. Also, du hast recht. Okay. Dann, oh, oh,
Oh Gott, 1000 Dollar. Die werden jetzt sogar dekoriert. Boah, 260 Dollar. Yo. Ey, was ist das hier? Okay, viel Money kann ich leider nicht annehmen. Guck mal hier. Yo. Alter, 500 Dollar haben wir eben bekommen. Das ist krass. Jetzt kann ich direkt investieren einmal ganz kurz hier in das Ding hier. Alter, und warte, das ist ein Inlineskater. Das ist ein Rollerskates. Rollerskates, mit dem ich will. Ah ne, okay. Bringt leider nichts. Dann lege ich die Masken wieder ab, weil jetzt können wir weitergehen mit den jetzt hier. Oh mein Gott, das wird eine teure Maske. Die wird ganz teuer jetzt. Oh mein Gott, die wird richtig gut. Die wird richtig krass kommen. Rechts. Krasser Hut. Und links, Regenbogenmund. Okay, Regenbogenmund. 100.000 nur. Eben hatten wir 500.000 bei so einem krassen Ding. Das stimmt. Glaubst du, das ist gut? Geht noch besser, ne? Geht besser. Unter 200.000 verkaufen. 180. Boah, kaum werde ich nicht vernehmen. 180 ist fast doppelt so viel, ne? Wie cool das aussieht bei ihr. Die sieht schon gut aus. Ich glaube, die wollte auch unbedingt diese Maske haben. Aber nein, danke. Und dann machen wir mal hier das zu dem in der Mitte, hier. Ja. So, das sieht schon ein bisschen besser aus jetzt hier. Oh, jetzt können wir wieder ein bisschen was erhöhen. Ein cooles Maskenlevel. Dann komm, das Maskenlevel ist ein bisschen höher. Und einmal Feuerspeed. Das genau. Ist gut. Ist jetzt hier schön. Und wieder wichtig, ne? Schön Darth Vader Maske, Leute. Oh, ich glaube, wir werden eine richtig gute Runde machen jetzt. Glaubst du, ehrlich? Ja. Recht schnell. Oh, ich könnte leider nicht beide nehmen. Okay, ich muss. Jetzt musst du links schnell. Ja, ich beeile mich. Oh mein Gott. Okay, mal zwei. Oh, stark. Oh, nein, okay, das war auf jeden Fall jetzt. Also hier nur 30.000 Dollar. Aber für eine normale Maske sind 30.000 gut. Ja. Boah, okay, 40. Die wollte die unbedingt. Die wollte die Maske unbedingt haben, ne? Ja. Okay, dann nein, danke. Und auch nein, danke. Dann machen wir mal hier wieder Maskenlevel höher. Und wir gehen noch einmal kurz in die Fabrik rein, weil ich glaube, hier haben wir jetzt neues Geld. Ja, aber gar nicht so viel. Gar nicht so viel. 100 aber Dollar rechts nur, ist ne? Gar nichts. Guck mal, die ganzen neuen Masken sind irgendwie nicht gemacht worden, ne? Ich weiß, sind alle nicht gemacht worden. Zack. Ich glaube, die arbeiten nur, wenn ich da bin oder so. Also richtig. Ja, ich glaube auch. Oh, richtig. Und zack. Okay, war auch richtig. Oh, das war ganz schön knapp gerade. Okay, phänomenal. Nein. Oh, wie krass unsere Maske aussieht. Alter, was ist das für eine krasse Maske? Guck dir die mal an. Okay, eine Million jetzt? Wert. 70.000 auf gar keinen Fall. Oh nein, die hat doch gar kein Geld. Ah, 70.000, nein. Liebe die Locken für richtig viel. 80.000. Oh. Haben wir gut gewartet, Mirka, ne? Ja, und damit stimmt. Haben wir heute die krassesten Massenverkauf, Freunde. Wir müssen gerade mit einem Lamborghini abhauen und wir sind einfach gecrashed und sind jetzt von der Polizei festgenommen worden. Und wir müssen jetzt natürlich probieren, aus dem Gefängnis auszubrechen. Mirka, guck dir das mal an. Wir müssen rauskommen. Finde einen Weg, um zu fliehen. Also wir haben jetzt hier zwei Möglichkeiten. Wir können jetzt entweder eine Säge nehmen oder so eine Büroklammer. Oh. Und mit der Büroklammer hat es auf jeden Fall schon mal geklappt, ne? Das war schon mal echt gut. Das war ich zuerst mal so ein kleines. Ja, die Säge wäre auf jeden Fall echt nicht schlecht gewesen. Okay, komm, wir gehen ins nächste Level. Mal gucken. Wir haben jetzt hier gerade eine Kamera und zwei Optionen. Einmal so ein Rohr und einmal so eine Fernbedienung. Das Ding ist, vielleicht schalten wir die Kamera aus mit der Fernbedienung. Ich vielleicht glaub, ist ja, es ja genau die Kamera. Zack. Nee. Oh, es war genau die Kamera. Okay, das ist natürlich jetzt echt richtig gut gewesen, ne? So, dann geht's hier weiter ins nächste Level. Oh, und wo gehen wir jetzt hin, Leute? Sind wir schon jetzt mal aus dem Gefängnis raus oder müssen wir jetzt hier echt noch... Oh nein, wir sind durstig geworden, Mirkan. Nimm jetzt eine Wassermelone oder einfach ein Wasser. Also Wassermelone hat auch viel Wasser und da ist auch Wasser drin. Ja, aber so ein Wasser ist ja Wasser, ne? Also ich nehme jetzt mal einfach das Wasser. Sollte eigentlich hoffentlich gehen. Ich hoffe, das war das Richtige, ne? Das war das Richtige. Nicht, dass wir jetzt echt da gleich irgendwie auf Toilette müssen. Okay, er sagt echt eine hohe Mauer. Wir können entweder rüberklettern oder das mit so einem Ding aufmachen. Ich bin auch gerade überlegen. Das Ding ist, er sagt hohe Mauer und deswegen, ich glaube, die Leiter ist richtig. Ich glaube auch, dass wir mit der Leiter rübergehen. Oh. Ja, okay, alles gut. Das ist der sportlichste Typ auf der ganzen Welt. Gar kein Problem jetzt. Hier hat es auf jeden Fall ganz entspannt geschafft. So, mal gucken. Wir gehen jetzt mal weiter. Guck mal, wir haben jetzt hier einfach gerade so ein Diebesgut oder sowas. Na, wir können jetzt hier, glaube ich, so einen Hammer kaufen für so Hund. Oh, warte. Ah, nee, wir haben jetzt Geld eingesammelt. Ah, du kannst jetzt noch mal Geld einsammeln.
Jetzt können wir das Ding aufmachen und das haben wir hier. Wir können ein bisschen hier so Sachen machen. Na, guck mal hier. Aber ich würde sagen, wir gehen erstmal zurück, denn wir können jetzt hier noch ganz, ganz viel aus. Und guck mal hier, was er für einen Moonwalk macht. Komm, wir klettern jetzt hier mal rüber. So, und weiter geht's jetzt hier. Und wir können jetzt hier mit... Oh nein! Oh, ein Hund! Verdammt! Wir haben einen Hund hinter uns, Mürkan, lauf! Was machen wir? Ich glaube, wir geben ihm ganz schnell so ein Stück Fleisch. Oh, ich glaube, damit... Nein! Nein! Wir hätten ihm mit einer Glocke... eine Glocke geben müssen. Schnell lauf! Diesmal nehme ich auf jeden Fall die Glocke. Der Hund wird mich auf gar keinen Fall bekommen. Ich frage mich nur, Mürkan, was jetzt diese Glocke bringen soll. Was vielleicht glaubst du? Vielleicht willst du die gegen... Vielleicht spielt er... Ja. Doch hypnotisiert. Ja. Oh hey, nein. Nein, verdammte Axt, der ist schon wieder da. Was ist, wenn ich eingeholt werde von dem? Schnell eine Banane. Ja. Also, er sieht nicht. Nein. Nein, er ist immer noch hinter uns. Leute, der Hund. Dino. Dino, eine Schlange. Oh nein, ich wollte dich auch. Jetzt haben wir eine Schlange, das auch noch verfolgt. Laufen, okay, dieser nimmt mir bei dem Polizeihut. So, ich bin Polizist. Kein Problem, ich ziehe mich ganz kurz um. Hallo, du verfolgst den falschen Hund, ne? Mein Gott. Ha, haben wir ihn ausgetrickst, Mürkan. Und lauf wieder ganz schnell weiter. Müssen wir mir aus diesem Gefängnis jetzt rauskommen. Okay, gehen wir jetzt erst nach Hause oder gehen wir... Oh Gott, was machen wir jetzt hier? Ich glaube... Ich glaube, ein Handtuch. Ist das ein Handtuch da links? Ich glaube, es ist so ein Handtuch, ne? Komm, wir nehmen so ein Handtuch. Ich glaube schon. Und dann können wir jetzt. Oder ist das ein Loch? Oh, ich dachte gerade, das wäre ein Loch. Was wäre das andere gewesen? Ich weiß es gerade gar nicht. Oh nein, da sieht aus, als wäre der Weg nach Hause abgesperrt. Dann müssen wir uns wohl als Bauarbeiter verkleiden. Da habe ich nämlich Zugang jetzt hier zur Baustelle. Gar kein Problem. Okay, was glaubst du jetzt? Wie können wir jetzt hier am besten das Ding aufmachen? Mit so einem Geistding oder mit so Werkzeugen? Geisterschild oder Werkzeuge? Also ich finde das Geisterding cooler. Ich auch. Ich glaube, ich brauche so ein Geisterhaus oder so, ne? Oh ja. Ah, oh mein Gott. Und jetzt verfolgt er uns nicht, weil er hat Angst vor Geist. Oh. Hä, wie gut. Alter, wir haben einfach voll ausgetrickst, der Arme. Oh, wir haben einfach eine neue... Oha, Alter, wir haben einen neuen Tresor freigeschaltet. Und ich glaube, mit dem Ding können wir jetzt hier in unserem Zuhause ein paar Sachen verbessern. Wir können erstmal ein Level aufsteigen. Okay, wenn wir den treffen hinten. Alles jetzt suchen klar. Wir je, suchen wir die? Ich glaube, die können sind vier, das sind Outfits. Ja, ja, es sind verschiedene Outfits. Auch nicht schlecht. Ich gehe auf jeden Fall mal ganz kurz wieder zu uns. Und ich würde mal sagen, wir können jetzt hier mal so das Fenster ein bisschen upgraden. Und nochmal, dass wir jetzt hier ein größeres und cooleres Fenster haben. Genauso wie jetzt hier ein paar Diamanten hier ran machen. So, okay, sieht nicht schlecht aus. So, ich würde sagen, wir gehen wieder rein jetzt hier, denn wir haben noch einiges vor uns, Mürkan. Und was ist jetzt das hier? Wir wollen wieder was ausrauben. Gold oder was? Jo, okay, jetzt bin ich sehr gespannt. Oh, wer ist das denn? Der sieht aus wie so ein richtig krasser DJ oder so. Ich glaube, dafür brauchen wir eine richtig krasse Zigarre in unserem Mund, dass er auf jeden Fall jetzt hier ganz cool drauf ist. Oh. Guck mal hier, wir haben nämlich Feuer für ihn. Oh, und jetzt? Nein, ein Skateboard. Nein, nicht Skateboarden. Ich glaube, Ventilator. Ich glaub, der Ventilator wäre, ja? Ja, Alter, es hat... Oh nein, was ist mit diesem fiesen Hund? Nicht schon wieder der... Glaubst du, ein Knochen wäre zu einfach? Oder wir schwingen uns auf den Baum mit dem Enterhaken, aber ich glaube, der Knochen... Okay, komm, wir schwingen uns. Wir schwingen uns, Spider-Man! Also, Komm, diesmal nehmen wir jetzt einfach am besten mal den Knochen. So, jetzt hat er auf jeden Fall auch gar keine Chance, der Hund. Hier, nimm den Knochen. Ist er jetzt glücklich? Denkst du, das wird ihm schon reichen? Ich glaube, es reicht ihm schon. Jawohl. Tatsache. Es hat ihm schon gereicht. Okay, komm, wir müssen jetzt weitergehen jetzt hier. Irgendwas ist Böses im Busch. Ah, das sind wir. Okay. Wir sind bei der Bank. Denkst du, wir können das jetzt einfach so ausrauben? Weil das Tor ist einfach geschlossen und wir kommen nicht einfach hinein. Aber wir haben Schlüssel dafür. Okay. Oder? Denn? Nein. Das ja, ist dann das gehen wir mal... Hä? Wir haben einfach einen Schlüssel für die Bank. Warum das denn? Aber jetzt ist da der fette Tresor mit dieser... Komm, wir gucken jetzt mal mit dem Ding und gucken, ob wir das Schloss knacken können. Mhm, nach rechts drehen. Jawohl! Das sind die Meisterdieb. Deswegen wir schleichen. Wir hätten auch die Bombe nehmen können. Okay, wie können wir jetzt am besten das ganze Gold mitnehmen? Ein Koffer oder ein Sack voll Geld? Ich würde einen Koffer sagen, weil ein Sack voller Geld wäre zu auffällig. Passt auf viel mehr. Guck mal hier. Oh, nein.
jetzt können wir ihn nicht mehr. Oder? Nein. Oh, nein. So, diesmal nehme ich auf jeden Fall den Sack, ne? Das mit dem Koffer hat ja nicht so gut funktioniert. Ja, das war auch deine Idee mit dem Koffer. Mit dem Koffer hätte er auch alle mitgenommen, aber oh, wir haben wieder einen neuen. Oh, was? Einen neuen Tresor. Oh, Leute. Oh nein. Oh, oh. Der Polizeiofficer. Ich glaube, wir sollten einfach ihn ablenken mit einer Tüte oder mit einer Katze. Wird eine Katze, weil Katzen sind süß. Ich auch. Die Katze wird ihn bestimmt ablenken, oder? Guck. Ja! Richtig gut. Richtig gut. Na, das hätte auch richtig böse sein können. Oh nein, was müssen wir jetzt hier? Wir müssen jetzt die Leiter hochgehen. Am besten mit einer Kiste, oder nicht? Der Karton wird einkrachen. Stimmt. Mit so viel Gold. Wir müssen das Seil nehmen. Oh, du hast auch recht, richtig. Alter, du hast recht. Oh nein, oh, nicht schon wieder der Hund. Nicht der Hund. Oh Gott, wir stellen ins Gebüsch jetzt hier. Nein, da ist locker kein Hund drin, oder? Der riecht uns. Nein. Komm, diesmal gehen wir jetzt hier auf jeden Fall in den Baum rein mit den Dingern. So, hier kurz das nach oben werfen. Und wir? Ah, wir überleben das. Okay, das heißt, der Hund hat sich nur da versteckt, wenn wir das da rein tun würden, ne? Oh nein, wir werden verfolgt. Schnell weg! Okay, no. Der holt mich bestimmt gleich ein. Wir müssen jetzt schnell abwerfen mit so einem Farbeimer. Ja! Oh Gott! Zum Glück! Oh Gott, das hätte auch. Nein, er ist schon wieder da! Okay, dann müssen wir jetzt am besten was anderes nehmen. Was glaubst du, was müssen wir nehmen? Ein Schiff rüber, wir springen! Okay. Nein, oh, er ist nein. Gut! Oh nein! Er ist gut! Warum sind alle so sportlich? Ich weiß auch nicht. Schnell, er holt mich schon wieder ein. Jetzt muss ich schnell dieses Schild aufstellen. Ich weiß auch nicht, was es bringen soll, aber ich mach's jetzt einfach mal, dass er voll ausgenockt wird. Alter, der Idiot. Schnell, Beeilung. Ich muss Verstärkung rufen, sagt er. Okay, dann wir nehmen... Helikopter. Helikopter auf jeden Fall. Yippie. Nein. Nein. Der hat uns einfach abgeschossen. Er schießt uns einfach mit dem Raketenwerfer ab. Oh, Freunde, da ist ein Krokodil. Oh mein Gott, guck mal, jetzt müssen wir gucken, dass wir es hier füttern. Und oh, okay, es schnappt sogar ganz kurz anscheinend mit ihrem Fleischstück zu oder so. Oh, okay, komm, ich mache jetzt hier einmal ganz kurz hier. Oh, okay. Lol, er hat einfach meinen Arm abgebissen. Leute, okay, wir müssen auf jeden Fall aufpassen, dass wir heute probieren, quasi jetzt hier das zu überleben, Leute. Wir müssen nämlich heute ganz, ganz viele verschiedene Tiere füttern. Darunter andere mit Hippos, Affen oder sonstigen Dingen. Und wir müssen jetzt irgendwie gucken, dass jetzt hier schnell... Okay, schnell weglegen. Alter, okay, das Krokodil haben wir auf jeden Fall schon mal überlebt, Freunde. Bleibt auf jeden Fall aber dran, um zu erfahren, was für Tiere wir heute in unserem eigenen Zoo heute erleben werden. Deswegen, es wird auf jeden Fall echt krass. Guck mal, hier haben wir so ein kleines, guck mal. So ein kleiner, süßer Elefant. Da können wir sogar hier mit so Wasser abspritzen, Freunde. Nio. Ja, wir machen die schön sauber, ne? Wir machen die schön sauber. Boah, da wird sich bestimmt so richtig sauber fühlen, Freunde. Guck mal, so ein kleiner Baby-Elefant, Leute. So richtig niedlich. Wir werden anscheinend auch später auch in dem Video noch so zu Hippos und noch allgemein viel, viel mehr Tieren kommen. Deswegen bleibt irgendwie dran, um das nicht zu verpassen. Okay, wir müssen also anscheinend hier die Tiere sortieren. Oder Löwe. Oh Gott, auf gar keinen Fall. Da wird jetzt hier in das Gehege mit den Lamas oder mit den Alpakas, glaube ich, ne? Oh, und noch ein Löwe. Okay, wir lassen das Tor so, damit der Löwe zu den Löwen rein kann. Und jetzt... Oh nein, da schnell nach links machen, Leute. Schnell nach links, es kommt nämlich gerade ein Alpaka. Und wenn jetzt Alpaka natürlich ins Löwengehege geht, wollen wir es ausprobieren, Freunde? Ich werde es auf jeden Fall mal später ausprobieren, dass wir das Alpaka mal ins Löwengehege reinmachen. Okay, guck mal, ja! Alle haben sich gefunden, Leute. Sehr gut. Und jetzt sind alle Alpakas voll zufrieden. Oh, guckt euch das mal an jetzt. Wir können anscheinend den Kopf kontrollieren, um die Nahrung zu fangen. Oh mein Gott, Leute, das Hippo wird einfach extrem doll gefüttert mit so Melonen. Und guck mal jetzt hier, das Ding frisst die einfach in einem Zug auf. Ich glaub's ja nicht, Freunde. Das ist so übertrieben angenehm. Guck mal jetzt hier, schön, genau, die ganzen Melonen. Auch hier vorne mal, ja, schnappt ihr die ganzen Melonen von. Oh, das ist ein richtig cooles Nilpferd, was wir hier haben. Ich bin gespannt, was wir gleich noch in unserem Zoo haben werden. Ich habe gehört, es gibt allgemein noch viel, viel mehr Tiere, die wir sehen. So, jetzt werde ich mal ganz kurz hier das Alpaka, ich würde mal sagen, ein bisschen rasieren, ne? So, guck mal. Nee, hier, ein bisschen hier für den Sommer, ne? Wir machen jetzt hier die Sommerfrisur, Leute. Ja, und guck mal, schön mit dem Rasierer. Zack, guck mal jetzt hier auch, zack, hier vorne. Okay, wir kommen auf jeden Fall gut voran, sehe ich gerade. Ich glaube, wir müssen auch hier ein bisschen auf der Seite machen, Leute. Hier, guck mal, pass auf, zack, zack, zack.
Okay, warte mal, hinten noch ein bisschen. Komm, wir drehen das Ganze nochmal hier. So, und dann, ja, hier schön rasieren. Oh, das schöne Alpaka, Freunde, ne? Was ist eigentlich euer Lieblingstier? Könnt ihr mal gerne in die Kommentare schreiben. Also meins, muss ich sagen, kommen auf jeden Fall rote Pandas, kommen da schon ganz, ganz nah dran, ne? So, was haben wir jetzt hier am Start? Oh mein Gott, guck mal, wir müssen zu den Bananen rennen. Wow, 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 wow. Aus dem Weg, Affen. Oh mein Gott. Was? Leute, wir müssen anscheinend jetzt richtig viele Affen jetzt gerade werden. Okay, jetzt hier schön viele Affen mitnehmen. Oh mein Gott. Oh mein Gott, okay. Hier vorsichtig. Nein, jetzt verlieren wir bestimmt wieder welche. Wow. Okay, und jetzt sind wir ganz, ganz viele Affen, Leute. Jetzt haben wir so viele Bananen jetzt hier. Alter. So viele Bananen für uns alle Affen. Ey, das ist ja so cool gerade, wie viele Bananen jetzt hier alle Affen gerade eingesammelt haben, ne? Leute, das ist so cool. Okay, was haben wir jetzt hier am Start? Oh, guck mal. Wir müssen jetzt hier anscheinend die Gänge säubern. Die Besucher haben hier so Chips und Erdnussflips und so hingelegt, ne? Ich würde mal sagen, wir fahren hier mal ganz los. So, zack. Zack, zack, zack und bam. Okay. Oh, das ganze Ding fährt weiter in den nächsten Bereich. So, zack, nach oben, nach links, nach oben und nochmal nach links. Und guck mal, seht ihr das? Das ist ein Krokodil auf jeden Fall schon wieder, das uns eben auch gebissen hat, Freunde. Ich hoffe, das wird uns heute nicht nochmal weiterbeißen. Und guck mal, jetzt müssen wir hier anscheinend das Tierfutter zubereiten. So wie bei Fruit Ninja. Wow. Und wow. Und zack, auch die Bananen, Leute. Bam, bam, bam. Bam, 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 bam. Oh mein Gott. Wir können es sogar. Zack, 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 zack. Guck mal, wie krass wir das zubereiten können. Wow, 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 wow. Wir können es ja mehrere Male schneiden, sehe ich gerade, ne? Oh, nein, ich habe die Banane fallen lassen. Aber egal. Wir haben jetzt hier richtig, richtig viel Äpfel und Bananen, die hier geschnitten sind. Aber ich glaube, wir hätten das noch ein bisschen besser schneiden können. Das werden wir auf jeden Fall gleich mal ein bisschen besser schneiden. Und jetzt gehen wir mal lieber ganz vorsichtig, Leute. Ganz vorsichtig, müssen wir jetzt hier den Weg lang malen, um jetzt hier außen rum hinzugehen und jetzt hier zu den Löwen zu kommen. Bloß nicht vom Krokodil schon wieder gesehen werden, Leute. Das wäre auf jeden Fall echt nicht cool. Und jetzt können jetzt mal schön die Löwen jetzt hier richtig das Fleisch genießen. Ja. Yeah. So, auf jeden Fall aufpassen. So, jetzt hier rüber. Anscheinend kommt hier jetzt mal jemand vorbei. So, zack, wir gehen hier rüber, Freunde, über die Brücke und geben den Löwen auf jeden Fall auch schon wieder das Fleisch. Oh ja. Oh, die haben so einen Hunger. Das glaube ich. Das muss so lecker schmecken, das Fleisch, Freunde. Alles klar, wir sollen jetzt hier anscheinend das Tierfutter sortieren. Das heißt, hier kommen jetzt erstmal ganz kurz die Äpfel hin. Und dann nochmal ganz kurz jetzt hier, zack. Okay, jetzt erstmal hier schön. Oh ja, der Elefant hat jetzt ganz viele Äpfel. Und jetzt ist so, oh mein Gott, das müssen wir echt gucken. Dass jetzt hier alles Mögliche gut rauszieht. Jetzt hier, zack. Oh! Nein! Oh mein Gott, wir müssen das vorher rausziehen, Freunde. Guck mal, und jetzt müssen wir das am besten so machen und dann jetzt rausziehen, Leute. Und dann, ja, oh mein Gott, da muss man richtig nachdenken. Wir haben einfach gerade die Äpfel voll verschwendet für unseren kleinen Baby-Elefanten, den wir eben sauber gemacht haben, ne? Okay, was haben wir jetzt hier? Wir müssen anscheinend, was ist denn jetzt los? Wow! Oh, wir haben nur, oh mein Gott, wir müssen in das Loch reinkommen, sonst, oh nein! Sonst werden wir anscheinend irgendwie gemobbt oder so, ne? Okay, pass auf, wir müssen jetzt hier am besten so da reingehen, Freunde. Geht das jetzt hier? Oh, wir müssen die Schweine in den Schlamm werfen. Guck mal. Oh ja, Schweine im Schlamm, Freunde. Das ist doch echt das Beste jetzt hier gerade. Na, guck mal, jetzt müssen wir schön einmal ganz kurz. Na, wie machen wir es am besten? Wir ausweichen vielleicht? Ich guck mal jetzt mal gerade, wie ich das am besten hinbekomme. Ich würde sagen, wir hauen jetzt mal ganz kurz das Schwein jetzt hier in den Schlamm rein. Bam! Jawohl! Alter, das Schwein ist schon wieder jetzt hier im Schlamm gelandet. Ja, Freunde. Wir haben einfach ein Schwein in den Schlamm reingepackt, ey. Das. Oh Gott. Nein! Wir müssen das Krokodil schon wieder füttern, beziehungsweise die Krokodile. Guck mal, wie viele jetzt hier gerade einfach am Start sind. Okay. Oh, hier. Wow! Okay. Wir müssen echt vorsichtig sein, Freunde. So, komm schon, hier, nimm. Wow, oh mein Gott. Okay, ich muss vielleicht einfach halten. Ich glaube, ich muss einfach halten, Freunde. Okay, und jetzt loslassen. Alles klar. Okay. Vorsichtig. Vorsichtig. Oh, Alter. Das hat es einfach reingeworfen. Okay, wir müssen anscheinend einen neuen holen. Jetzt, okay, jetzt ganz vorsichtig, Leute. Und jetzt loslassen. Oh mein Gott. Okay, wir müssen echt vorsichtig sein. Und jetzt hier kommt schon. Oh, ja, oh mein Gott. Ey, wir haben zum Glück die Krokodile sicher gefüttert, Leute. Das hätte doch echt böse enden können, muss ich sagen. Warte mal. Unser kleiner Baby-Elefant, der hat. Der hat ganz viel Durst. Okay, komm mal jetzt hier. Wir füllen jetzt mal ganz kurz hier den Eimer voll mit Wasser, Leute. Mhm. Richtig, mit Wasser hier vollfüllen. Oh yeah. Oh yeah. Okay, wie viel Wasser kommt da raus?
Wie viel Wasser kommt da raus? Okay, ich glaube, jetzt müssen wir einmal ganz kurz hier kommen. Nimm mal ganz kurz jetzt das Ganze und jawohl, Freunde! Er hat einfach alles ausgetrunken. Richtig ein Durstiger warst du, ne? Der war richtig durstig, Freunde. Was, wir haben jetzt gerade so eine Box? Wir kriegen anscheinend gleich irgendwie so eine Box, Leute. Wir haben 20% gerade von der Box freigeschaltet. Bleibt unbedingt dran, um nicht zu verpassen, was in der Box drin ist. Okay, jetzt haben wir hier anscheinend Affen. Die kommen auf jeden Fall in das Gehege. Nicht zu den bösen Löwen, Freunde. Das wäre echt nicht vorteilhaft. So, jetzt hier auch ganz kurz... Oh, der Löwe muss ganz schnell hier hin. Das hätte jetzt ganz böse enden können, wäre das jetzt hier mit reingegangen, ne? Okay, jetzt müssen wir wieder... Oh, der Affe muss auf jeden Fall jetzt hier rein, Leute. Rechts rein zu den Alpakas und zu den Affen. Ich wusste gar nicht, dass sie jetzt hier schon sich das Gehege teilen, ne? Okay, der Löwe kommt wieder ins Löwengehege. Ganz, ganz wichtig auf jeden Fall. Und ich glaube, jetzt kommt wieder ein Alpaka, oder? Kann, ja, okay, nee, jetzt kommt ein Affe, okay? Affe auch ins Löwengehege. Und jetzt der Löwe... ins Löwengehege, ne? Haben wir auf jeden Fall schon mal die beiden Tiere schon wieder sehr, sehr gut getrennt. Und guck mal, da haben sich alle jetzt wieder gefunden, können jetzt schön Löwen sein, ne? Und keine Affen essen auf jeden Fall. Oh, schon 40% von der geheimen Zoobox freigeschaltet, Freunde. Ich bin echt mega gespannt, was sich gleich da drin verbirgen wird. Oh mein Gott, das Nilfell kriegt jetzt richtig... Wow, nein! Ey, bloß nicht! Alter, wer wirft denn da so eine Sachen? Oh mein Gott! 2 Melonen auf einmal, Freunde! Mein Gott, nochmal 2 Melonen! Oh, heute ist dein Glückstag, ne? Wow! 3 Melonen! Freunde, Alter! Das Ding hat einfach 3 Melonen auf einmal gegessen und 60% von der geheimen Zoobox, Freunde! Ey, ich bin so gespannt, was sich da drin verbirgen wird, ne? Oh mein Gott, was ist das denn? Oh nein! Das Alpaka hat sich in Kakteen und so verfangen, ne? Und wir machen mal ganz kurz hier die Stöcke raus. Dann ganz kurz nochmal hier die Teile rausmachen, Freunde. Zack, guck mal. Schön die Piekse-Teile rausmachen. Auf jeden Fall ganz wichtig, Leute, dass jetzt hier die ganzen Piekse-Teile rausbekommen. Oh, das arme Alpaka. Kann ich die auch streicheln? So, ich habe jetzt alles rausgemacht. Ich hoffe, dir geht es jetzt ein bisschen besser, ne? Und hör auf, bei den Kakteen zu spielen. Das wird dir nicht gut tun. Außerdem muss ich dich sonst rasieren. So, 80% Freunde von der geheimen Zoobox haben wir jetzt freigeschaltet. Ich bin echt gespannt, was sich gleich verbürgen wird. Erstmal müssen wir jetzt hier ganz kurz mal ein paar Bananen holen, Freunde. So, so. Oh mein Gott, ganz viele Affen jetzt hier gerade am Start. Oh mein Gott, wir sind so viele Affen gerade, ne? So, jetzt hier schön alle mitnehmen. Oh mein Gott, ich muss jetzt probieren, alle mitzunehmen da vorne. Zack, zack und zack. Oh mein Gott, wir sind so viele Affen, Leute. Ja, guck mal, ganz viele Bananen für die Affen. Uhu. Und die geheime Zoobox ist freigeschaltet, Freunde. Wir können jetzt anscheinend irgendwie... Aha, irgend so ein Spinner oder so. Da können wir das gerade erhalten. Okay, das ist auf jeden Fall jetzt nicht so das, was ich haben möchte. Ich putze nochmal ganz kurz hier die Gänge, damit unser Zoo auf jeden Fall jetzt richtig, richtig sauber geworden ist. Erstmal jetzt hier schön runter. Oh, jetzt müssen wir echt überlegen, wie wir es am besten machen jetzt hier gerade, ne? So, jetzt hier ganz kurz durch. Dann so, dann so, dann so, dann so und dann so. Boah, das war richtig clever von mir, Freunde. Ey, das war echt richtig clever. Jetzt gehen wir am besten hier auch nochmal ganz kurz, zack, hier lang, dann so, runter, links, hoch, rechts und runter, Freunde. Alter, jetzt haben wir den kompletten Zoo einfach sauber gemacht und kriegen anscheinend nachher nochmal so eine Box, Leute. Das Ding ist, ich will auf jeden Fall nicht nochmal diese Box haben, da waren irgendwelche Dinge drin. Oh, komm schon, Leute, wir werden auf jeden Fall gleich mal den Affen noch ein bisschen füttern. Heute müssen wir Dinge malen und sie einfach zerstören lassen. Oh, guck dir das mal an. Das arme Ei. Ich weiß, du müsst heute einfach auf das Ei so richtig viele Sachen malen, Freunde. Und jetzt haben wir sogar gerade 2 Eier. Was könnte man da mal am besten malen? Einfach eine Linie. Von links nach rechts. Ich werde mal gucken, ob das vielleicht zu wenig Gewicht ist. Boom. Okay, auf gar keinen Fall zu wenig Gewicht, Mirkan. Ich würde sagen, wir geben später mal eine Bewertung ab, Leute. So, excellent, ne? Also, was haben wir jetzt hier? Jetzt müssen wir... Oh, warte. Wenn wir einfach so ein kleines Dach hin machen, geht das? Jo! Oha! Also die ersten Level sind auf jeden Fall noch relativ einfach, Leute, aber es wird jetzt immer schwieriger werden. Und unsere Mission ist heute zu probieren, jedes Ei zu zerstören. Guck mal hier, es ist schon ein bisschen schwieriger jetzt. Jetzt muss man nämlich so machen. Alter. Du machst das ganz exzellent. Eck. Ich weiß. Ei. Guck mal, jetzt mache ich... Ich muss einfach nur nachmalen, wie das so aussieht, ne? Indem man so macht. Alter. Alter, die Eier werden richtig zerstört. Okay, jetzt sind wir schon mal auf einem schwierigen Level angekommen. Weil jetzt müssen wir das richtig timen. Und Attacke! Wow! Ich hätte es nicht gedacht, dass du triffst. Ey, wir hätten auch eigentlich viel mehr noch hinmalen können, ne? Okay, warte, jetzt sollen wir hier einen Kreis malen. Und der rollt dann dagegen. Jo. Also echt, die Level werden jetzt immer mehr zu Experten-Level. Was müssen wir jetzt hier am besten machen? Nochmal einen Ball? Oder ich mache ein Dreieck mit einem Ball. Sicher?
Oh, das rollt doch nicht. Es rutscht aber, es rutscht. Alter, das sieht ja richtig krass aus, ne? Okay, hier ist es ganz einfach, ne? Da machen wir so ein Ding hin. So ein Ding dann hin. So ein M für Milkern. McDonalds-Logo. Oh. Oh Gott, das war knapp. Ja, M für Milkern oder ein W für Wambo. Warte, was müssen wir denn jetzt machen? Hey. Nein, guck mal. So, und jetzt müssen wir eine das Rampe anklicken. Bauen. Für so ein Rad einfach. Schau mal, jetzt müssen wir es sogar hier einmal so malen, dass wir das dann einmal... Dann einen Strich runter. Wow. Alter, was? Ey, das ist doch voll krass. Okay, pass auf. Jetzt haben wir hier ein bisschen schwieriger. Das müssen wir ja beide erwischen. Ich würde sagen, wir machen einfach so. Niemals. Ha! Was? Jo, es funktioniert. Oh Gott. Okay, jetzt ist es schon ein bisschen schwieriger, Vulkan. Jetzt müssen wir probieren, beide zu erwischen, ne? Hä? Ich würde sagen, wie? Ich mach so und dann so. Wow! Yo! Alter, heute sind wir richtig professionell unterwegs. Okay, jetzt wird es auf jeden Fall ein bisschen schwieriger. Jetzt sollen wir hier einen Kreis malen. Das ist doch easy. Warum schwer? Ach so, das ist eine Wippe. Ja. Ah, okay. Hier müssen wir jetzt... wir müssen jetzt, glaube ich, beide mitnehmen. Dann machen wir hier einen Kreis hin. So. Boom. Wow. Voll kaputt gemacht. Okay, jetzt... Du musst mal ein... Ja. Hä? Wie leicht? Das war ja voll einfach, Leute. Okay, was müssen wir jetzt mal... Jetzt kommt hier so ein... Ein Kreis. Ja, das reicht schon. Ein kleines okay. Ding einfach nur. Aber ich glaube jetzt... Oh nein, er ist gut, der darf nicht... Oh, den dürfen wir nicht kaputt machen, Mökan. Vielleicht lügt er aber. Das war stark. Also, das war ja einfach, ne? Das stimmt. Wow! Okay. Preise! Such dir aus, welche Kiste ich aufmachen soll. Unten rechts. 80. Ich glaube, ist gut. Mitte links. Mitte links. 60. Hm. Und die goldene Mitte. Die goldene Mitte. Oh, oh mein Gott! Yo! Es ist der Superpreis! Wir haben den Superpreis gerade bekommen, Leute. Let's go! Okay. Aber jetzt müssen wir aufpassen hier. Jetzt müssen wir, glaube ich, das ist ja einfach. Das ist ja sehr einfach. So! Nein! Oh nein! Okay, was haben wir falsch gemacht? Ich glaube, wir müssen Füße malen. So, und Füße. Wow! Das Ei wurde beschützt. Ja. Richtig komplett einfach zu Rührei gemacht. Oh nein, das wissen wir. Du kannst überall malen. Easy. Hä? Das war doch voll einfach, Leute. Das war richtig einfach mit den Eiern hier gerade. Oh, jetzt? Oh nein. Hä? Mal mal einen ganz geraden Strich nach oben und ein bisschen nach rechts. Ein ganz... Von so? Ja, genau. Ganz nach oben. Toll. Ich hab nur das Ding ins... Nee, pass auf. Wir müssen, glaube ich, so machen. Ich hab eine Idee. So. Zack. Nein. Hä? Okay. Warte, jetzt Ich hab die Idee. So. Guck. Ein... Okay, das warte. War stark. Ja, ich weiß. So, pass auf. Jetzt ein Riesenkreis. Aber. Jetzt. Ey, das darf nicht wahr. Ein Riesenkreis könnte... Das ist der Weg. Müll kann einfach schlauer. Ah, meinst du so? Okay. Ja. Die Level werden schwieriger, Leute. Wir merken es auf jeden Fall. Du musst das boosten. Du musst eine okay. Kugel zeichnen und die muss... Oder so und dann... Im falschen Moment losgelassen. Warte. Das wurde... Er hat, glaube ich, zwei Optionen. Man könnte auch einfach das hier nutzen. Ja, damit mein Timing, das reingeboxt wird, ne? Damit das reingeboxt wird. Aber ich habe lieber eher Lust, dass das Ding so richtig weggeschallert wird. Das heißt, hier machen wir so eine schöne Kugel. Und los. Zack, boom, Alter. Ja. Guck dir das mal an, wie der weggeschallert wurde, das Ei, Leute. Und jetzt? Hä? Das ist doch einfach. Eine Kugel einfach, ne? Ja. So. Was ist das denn? Leon, nein. Muss doch schön zeichnen. Ja gut, okay, komm, dann machen wir so. Zack. Ja, besser. Boom, beide zerstört, ne, die kleinen Eier. Alles klar. Haben wir hier, also echt. Hä? Und dann kommt wieder so ein Level, das ist krass. Hui. Ja, also das ist ja wirklich sehr einfach, Freunde, ne? Also das hätte man sich auch schwer machen können. Oh mein, Nee, das geht nicht, oder? Oh wieso mein. Nicht? Wieso sollte das nicht gehen? Okay, das wurde... warte mal.
Was denn einfach so machen? Okay, ich habe eine Idee. Also ich weiß es schon. Wie denn? Ein Kreis, weil dieses Ding in der Mitte dreht sich ja weiter. Und dann wird jeder gegen oben gegen die Decke des Kreises geworfen. Du meinst einfach so? Ja, guck mal jetzt gleich. So, und das Ding dreht sich weiter. Oh mein Gott. Oh mein Gott, okay, krass. Alter, einfach ein Kreis rumgemalt, ne? Na, oh mein Gott. Na, Es ist angeknickt. Einfach ein Ritz im Ei, Freunde. Du hast sie verletzt. Okay, warte mal. Jetzt müssen wir anscheinend zum ersten Mal wieder etwas malen. So. Um jetzt was zu machen? Oh mein Gott, wie eine Presse einfach. Okay. Wirka? Diesmal wählst du ein als erstes. Rechts oben. 90. Oben links. Oben links. Oh! Alter! Der Superpreis. Ja. Und dann war unten links. Oh yeah, 50. Okay. Alter, einfach einen Superpreis schon wieder bekommen, Leute. Hä? Adios, amigo. Easy. Guck mal, Alter, sogar das Ding bleibt noch drauf. Jetzt wird's Zeit. Ich finde, die Eier sehen ein bisschen aus wie du. Gar nicht. Guck mal hier, wie das Ei beschützt wurde, das da unten. Okay, jetzt wird's auf jeden Fall. Oh, jetzt wird's schwierig. Jetzt müssen wir hier eine Kugel hinmalen. Zack. Oh, jawohl. Haben wir den noch weggedrückt, Leute. Alter, und das Ei hat einfach überlebt. Guck mal, das kleine Ei. Ja, das freut sich. Freut sich richtig. Okay, jetzt haben wir hier. So. Oh nein. Oh. Nein. Hä? Was hast du da gemalt? Das war ganz falsch. Okay, jetzt habe ich eine Idee, was man malen muss. Du weißt es ja auch schon. So. Das hätte ich nicht gezeichnet. Wieso nicht? Oh mein Gott, genau so hätte ich das auch gezeichnet. Aber auf beide Seiten hätte ich einen Stab machen können. Alter. Guck dir das mal an, wie das reingedrückt wurde. Das war stark. Okay, jetzt haben wir... Okay, warte. So. Oh, was? Das sah ja mal so krass aus. Wie ich das ja! Schnell agiert. Einfach schnell nachgedacht, Leute, und schnell agiert. Und jetzt haben wir hier... Oh, verdammt. Ja, aber das ist ja einfach. Schnell agiert. Ja, das wird einfach sein. Guck mal, ich habe voll die Idee. Und zwar, du musst ja... Ah, nee, man kann nur hier malen. Ja, gut. Also, okay. Das war ja einfach, ne? So? Okay, warte. Nein. Doch, klar. Oh nein. Oh nein, okay, nochmal von vorne. Mach mal einen Fuß, also einen Strich und dann einen so eine in der Mitte nach oben. Oh. Als ob das gereicht hat. Ja, na klar, hast du dich gesehen. Okay, warte mal, jetzt wird's hier interessant. Was hast du denn da gemalt? Ich hab sie alle zerstört, das hab ich gemalt. Okay. Oh nein. Oh Gott, Warte, jetzt müssen wir einmal drüber nachdenken hier. Okay, ich hab die Idee. Ja! Was? Hast du das gesehen, Alter? Das war. Okay, ich nehm eins schon mal, du nimmst das andere jetzt. Mitte. Und dann, komm, einmal so ein Tic-Tac-Toe! Superpreis! Schon wieder eine Cappy bekommen, Leute. Richtig, richtig gut. Okay, komm, jetzt haben wir aber hier... Oh Gott, Level 40. Easy. Nach unten, nach unten, nach unten. Nein, 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 nein! Leon! Was hast du? Nach unten? Nach oben und nach rechts. Stopp. Ja, und go. Oh! Also das, ich weiß. Also das hat funktioniert. Das hat funktioniert. Ich glaub's ja nicht. Okay, warte mal. Das ist ja einfach. Guck. Bam. Boom. Hast du das gesehen? Das? Ich habe einen richtigen Skill jetzt hier schon bekommen. Alter, guck mal. Neue Aufgabe hier. So. Jetzt. Oh mein Gott, als Bande. Was? Alter, richtig clever, Leute. Komm, dann mach ich jetzt hier. Ja, gut. Wieder genauso dahin. Zack. Und auch wieder reingedrückt hier die Eier, Leute. Ganz entspannt. Und wir haben auch nur 6 Level. Das M. Das McDonald's M. Alter, was war denn da los gerade? Okay, hier haben wir jetzt, glaube ich, ein... Oder? Ja, war eine Kugel. So.
Oh mein Gott, hast du das gesehen, Mirkan? Also, du bist der Geometrie-Master. Ich bin der absolute Geometrie-Master. Okay, warte mal, jetzt kommen wir hier. So. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Alter, was mache ich hier gerade, Freunde? Was geht hier ab? Yo. Ey, was gibt's denn? Kommen die ganze Zeit sogar neue Teile einfach. Und bupp. Guck mal, wie er runtergestoßen wird, einfach der Arme. Okay, und jetzt haben wir nur noch ein Level übrig. Und. Das habe ich falsch gemacht. Ah, guck nach mal. Oben rechts hin, ne? Und zwar müssen wir so machen. Easy. Oh, das Arme wird voll zerstört. Das ist eine Katze. Und mit dieser Katze müssen wir heute zusammen das Puzzle lösen. Guck mal, Mirka, wir haben schon mal eine reingepackt. Wow. Und jetzt kommt direkt eine zweite rein. Jetzt haben wir schon mal das allererste Level geschafft. Aber Leute, es wird schwieriger. Wir können sogar hier Blocks oder Katzen. Wir sind auf jeden Fall bei Katzen bleiben hier, ne? Das Spiel heißt nämlich Puzzle Cats, Leute. Und Mirka, guck mal, wie schwer das jetzt schon ist. Was? Das ist schon riesengroß, aber... Und ja, was glaubst du? Ich würde sagen, die linke, genau, die kommt wieder links. Die muss hier in die Ecke rein, ne? Wegen, damit das hier so einen rechten Winkel macht, ne? Yeah. Die kommt, glaube ich, hier so. Oh. Und dann kommen die hier oben. Guck mal. Zack und zack. Oh mein Gott. Okay, also das Ding ist natürlich, die ersten Level sind auf jeden Fall noch relativ einfach, Leute. Aber es wird immer schwieriger. Und wir brauchen auf jeden Fall auch eure Tipps in die Kommentare, wenn ihr irgendwas seht. So, jetzt haben wir sogar anscheinend einen neuen Titel. Ich würde sagen, nächstes Puzzle, ne? Und oh mein Gott. Mal gucken, was gibt es jetzt hier für ein Level? Wir haben auch das unten eine Glühbirne, ne? Falls wir Tipps brauchen. Aber ich würde sagen, das kommt hier rein, oder? Ist das gut? Das ist nicht gut. Oder das ist besser, ne? Das ist richtig das gut. Das war besser. Dann kommt das hier auf jeden Fall hin. Guck mal, die rote Katze. Die kann links. Jetzt kann die hier. Und jetzt kann das. Ja, guck stark. Mal, Bro. Stark, ey, stark, das stark. War jetzt easy peasy. Okay, jetzt haben wir, guck mal, Cute Kitten. Wir sind schon Level 2, das heißt, wir haben jetzt Catbull, klar. Und wir haben jetzt anscheinend eine neue Katze freigeschaltet, Leute. Und jetzt haben wir neue Styles in 3 Wins. Das heißt, wir kriegen gleich neue Styles. Okay, Mirkan, was sagst du? Okay. Welche sollen wir zuerst moven? Ich würde sagen, die ganz unten rechts, weiter hoch, weiter hoch. Weiter hoch. Da rechts rein. Da rechts rein. Das geht gar nicht. Das geht gar nicht. Die muss hier so, glaube ich, rein, ne? Oh. Okay, dann haben wir das Ding. Wo packen wir das Ding am besten hin? Das könnte da rein, ja, ne? Das könnte da rein. Dann haben wir hier so eine richtig fette Katze. Die können wir, glaube ich, hier so. So. Oh mein Gott. Warte. Ah! Oh mein Gott, die mögen das gar nicht. Die feißen sich voll, wenn man die auf dem Lander legt, Leute. Okay, also die haben wir auf jeden Fall auch geschafft. Ey, das ist ja richtig cool. Und wir kriegen in 2 Spielen ein neues Style-Ding, Leute. Und wir können sogar customize. Das heißt, wir können sogar die Katzen zu Blöcken machen. Was wollen wir nicht, ne? So sehen die alle aus. Absolut nicht. Das war auf gar keinen Fall. Okay, jetzt ist es schon ein bisschen schwieriger. Hier, die kommen auf jeden Fall dahin. Wenn du irgendeine siehst, sag auf jeden Fall Bescheid. Die muss hier kommt, hin. Das hätte ich jetzt auch gesagt. Und guck mal, der kann wieder oben rechts hin. Der kann oben rechts hin, ne? Dann haben wir hier, wenn das so gehen, eigentlich schon, ne? Ja, und den Orange. Ja! Oh mein Gott, was? Oh mein Gott, Alter, wir sind gerade echt mega gut am Start, ne? Ey, das ist, guck mal, jetzt sind wir schon Level 3 jetzt hier geworden. Catbulker sind wir jetzt gerade noch, ne? Okay, jetzt noch ein. Dann haben wir einen neuen Style anscheinend. Wenn wir einen Win noch holen, Leute. Okay, jetzt bist du guck mal, wie die Katze da liegt, die lila, ne? Die liegt einmal Kopf über, Leute. Okay, das ist auf jeden Fall hier rein, ne? Dann brauchen wir... Obwohl, wo kommt das jetzt hin, ne? Oh mein Gott. Okay, jetzt wird es auf jeden Fall schon ein bisschen schwieriger. Ich glaube, dass das Ding hier nach oben hinkommen könnte. Und das... Gott, okay, warte mal. Der Gelbe kommt noch ganz links. Der Gelbe kommt... Oh, stimmt. Stimmt, sehr gut. Sehr guter Call. Kommt stark. Das so? Aber nein, warte mal. Jetzt... Warte. Jetzt haben wir schon die ersten Probleme. Okay, das ist anscheinend richtig. Da muss das... Warte mal. Wir haben okay. Okay, ich dachte schon, wir werden jetzt strugglen, Leute. Aber alles easy peasy. Und wir sind Level 3. Das bedeutet... Neue Outfits. Guck mal. Ey, können wir die ankleiden? Guck mal, die hat was an. Die hat was an. Ey, die hat einfach jetzt was an. Guck mal hier, die Katze hat was an. Ey, wie gut die wie aussieht. Das aussieht. Okay, warte, wo kann die jetzt am besten ich seh hin? Ich sehe direkt schon einen. Also ich sehe schon direkt, aber mach deinen. Ehrlich? Zwar. Ehrlich? Okay, warte mal, was siehst du? Guck mal, ganz unten rechts der lilane, ganz oben hin. Ganz oben in die Ecke, ganz oben. Oh, stimmt. Das war auf jeden Fall gut. Dann kommt hier das Ding, oder? Nee. Oder? Warte mal. Oder kommt der nach ganz oben? Der könnte auch nach ganz oben hin, ne? Dann kommt der hier aber hin. Wir haben keinen Zweier. Und dann kommt das. Stimmt, wir haben echt keinen Zweier, ne? Aber wir haben den. Ja. Und wir haben...
Warte mal, lass das mal den hier machen. Der war gut? Der muss nämlich so, oh mein Gott. Und der war gut. Ja, ja. Ey, wir sind Profis, Leute. Einfach Katzenprofis. Wir sind Katzenprofis. Ihr könnt mal in die Kommentare schreiben, ob ihr auch selber eine Katze habt oder ob ihr Katzen oder lieber Hunde mögt. Und jetzt haben wir hier, mein Gott, anscheinend sind Katzen laktoseintolerant, steht da. Man sollte man ihr nicht Milch geben. Wusste ich gar nicht. Ich wusste gar nicht, dass sie laktoseintolerant sind. Wusstest du das? Nee, wusste ich nicht. Ja, und ihr habt aber noch nie eine Katze gehabt. Deswegen, so, jetzt mal kurz gucken. Hier... Könnte man... Ja... Jetzt ist es gerade schon ein bisschen schwieriger, ne? Wo könnte der am besten hin? Ich glaube, der kommt nach oben. Der kommt nach oben. Warte mal, der oder? Kommt so hin. Der kommt... So. Und dann kommt der schon mal hier hin. So, oh mein Gott. Und jetzt könnte... Ich glaube, da kommt die rote Katze rein. Hier kommt die rote Katze. Ja. Da kommt der drumherum. Ja. Oh mein Gott, Alter. Wir sind so eine Katzenprofis, Leute. Eieiei. Okay, jetzt sind wir schon Level 4. Mit Level 4 haben wir anscheinend neue Skins. New Block Skin. Aber wir wollen ja keine Blocks, Leute. Wir wollen ja Katzen sein. Und wir haben auch einen neuen Style. In zwei Wins. Auch sehr gut, ne? Mal gucken. Oh, das sieht jetzt ziemlich breit aus, ne? Das sieht aber leicht aus. Das sieht irgendwie echt leicht aus. Ich glaube, wenn wir das so machen... Oder nee, warte mal. Okay, doch, warte. Doch, der kommt auf jeden Fall hier rein. Dann kommt... Der kommt noch ganz oben. Der blaue kommt noch ganz oben. Dann kommt das so. Ja, genau. So. Und Alter. Einfach wir sind wie ein, so... Solche Profis, ne? Wir sind solche Profis. Katzenflüsterer. Katzenflüsterer, genau. So sieht's aus. So sieht's aus. Okay, noch ein Win. Da haben wir anscheinend ein neues Outfit wieder frei für eine Katze. Das ist auf jeden Fall echt richtig cool. Mal gucken, jetzt haben wir hier... Ich freue mich schon richtig auf das Outfit. Ich freue mich auch schon richtig drauf, ne? So, jetzt hier, die haben wir lange nicht mehr gehabt, die Katze hier. Die kommt auf jeden Fall, glaube ich, hier hin, ne? Genau, und der kleine Pinke auch nach ganz unten. Der kommt nach ganz unten, Tatsache. Jetzt haben wir nur große. Oh nein, jetzt ist... Nee, wir jetzt, haben irgendwas falsch. Jetzt haben wir was falsch gemacht, ne? Okay, lass mal kurz überlegen. Ich glaube, das müsste vielleicht so... Dass wir den. Diesen. Okay, der war falsch. Wenn etwas richtig ist, dann ist es fest. Okay. Gut zu wissen. Dann kommt der. Oh Gott. Kommt oh der. Gott. Jetzt. Vielleicht. So, nein, warte mal. Der ist falsch. Den nach ganz oben. Schieb den nach ganz oben durch. Oh, guter Call, guter Call. Und jetzt haben wir die. Das geht nicht. Nee, das geht nicht. Wir haben ja keinen Einer. So. So. Nein, warte, okay. Kurz überlegen. So jetzt? Auch nicht. Warte, welcher ist? Der ist falsch. Der ist falsch. Okay, das heißt, der hier kommt so hin. Ja. Richtig. Nein. Warte mal, der ist richtig. Wir haben eine kleine pinke Katze falsch. Ja, ja, wir haben eine kleine pinke Katze. Ja, ja, okay, die ist falsch. Das heißt, die muss... Der muss so! Und oh mein Gott! Alter, okay, aber es ist gut zu wissen, dass... Ich glaube, jetzt haben wir... Warte mal, erstmal Level auf. Das heißt, Level 5. Und neues Outfit für die eine. Dress up. Guck mal, wie die aussehen jetzt. Und zack, eine neue Foto, die wir bald bekommen bei Dyrwins. Das bedeutet, wir werden heute probieren, alle Katzen Outfits zu geben. Guck mal, bei Customize kannst du sehen, können wir die Katzen, guck mal, so sehen die quasi. Und da haben wir noch mehr Outfits frei. Magenta einfach, okay. So, jetzt mal kurz gucken. Jetzt haben wir hier, oh, ein großes Feld auf jeden Fall jetzt gerade, ne? Direkt dasselbe. Das war ja, also das ist ja ein leichtes Ding jetzt hier gerade, Leute. Hä, wie leicht ist das? Das war ein leichtes Spiel. Das, muss ich sagen, war irgendwie einfach. Das war was ganz, ganz... Mal gucken. Aber es gibt auf jeden Fall Levels, die sind manchmal einfach und manchmal richtig schwer. Und das sieht auf jeden Fall schwieriger aus. Okay, wow. Das kommt auf jeden Fall hier rein. Dann die ganz das. Unten rechts, genau, und die ganz unten rechts kommt links. Genau, die kommt links. Dann kommt... Oh, jetzt wird's schon wieder... Doch, war richtig. Doch, 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 jetzt... Ja, doch. Das oh mein war? Gott. Jawohl, Leute. Ey, ohne Spaß. Das macht richtig viel Spaß. Das macht richtig viel Spaß, ne? Jetzt haben wir die Puzzle complete. Es fehlt noch eine Sache. Dann haben wir direkt schon wieder ein neues Outfit, glaube ich. Und jetzt müssen wir... Oh, der kommt auf jeden Fall hier rein. Er hat so... Hat so Sachen, die erkennt man irgendwie langsam sofort, ne? Das Ding, siehst du noch irgendwas? Nee, der ganz unten links, der kommt da unten in die Mitte. Der ganz unten links, der blaue. Er kommt unten in die Mitte, genau. So. Oder? Bist du sicher? Nee. Doch, der ist richtig da. Stimmt. Aber warte mal, wir haben irgendeinen anderen jetzt falsch. Wir, der ist falsch. Der ist falsch. Rote. Oh. 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 Ja. Ja, okay. Das war das. Das war die Lösung, die wir haben mussten. Da freuen sich die Katzen. Vor allem jetzt sind wir auch Level 6. Wir freuen sich umso mehr. Katano Reeves sind wir jetzt einfach als Titel. Und wir haben einen neuen Style, glaube ich, oder? Haben wir einen neuen Style bekommen? Ich dachte, wir hätten jetzt einen neuen Style. Okay, mal gucken. Jetzt haben wir hier... Das ist auf jeden Fall ganz glasklar. Das hier ist auch... Ist auch klar. Oder? Eigentlich? In welcher Seite? Ich sag links. Nee, links ist, glaube ich, links ist locker falsch. Ja, ja, okay, rechts. Das ist rechts. Nee, das ist auch falsch. Oh, das war richtig? Was? Ach, wegen dem jetzt hier. Dann können wir jetzt ganz kurz das so hinsetzen, glaube ich, ne? Ey, wie lustig die aussehen mit den Klamotten. Ey, die sehen extrem... Ah, so. Ey, die sehen extrem lustig aus mit den Klamotten. So, dann haben wir noch einmal das hier.
Ja, Mann. Und haben wir... Und unten links? Das hier. Oha. Ja. Oha. Okay. Hätte ich nicht gedacht, dass wir das so gut hinbekommen mit den Dingern. Mal gucken. Wir sind jetzt schon fast Level 7. Und wir kriegen gleich neuen Style. Was auf jeden Fall auch wieder gut ist. Mal gucken. Mal gucken, was das jetzt... Oh. Wie groß das Level ist. Das ist nur große Katzen. Wir haben nur große Katzen gerade, ne? Der ist auch ganz klar. Der ist auch klar. Der ist glasklar. Der ist auch glasklar. Dann ist der auch glasklar. Und der ist dann auch glasklar. Und ja, der auch. Ey, was? Das ist ja richtig cool, Leute. Okay, jetzt haben wir auf jeden Fall das auch geschafft. Ey, sehr gut, ne? Puzzle complete. Und jetzt können wir, glaube ich, hier, warte mal, mal gucken. Oh ja, der ist glasklar, oder? Doch nicht so glasklar. Nee, nee. Der ist oben rechts, der ist da, der ist auch nicht. Nee, den legen wir jetzt mal zurück, der ist noch nicht so sicher. Der ist aber sicher dann, ne? Ja, der ist sicher, dann ist der auch sicher. Dann ist der auch sicher. Ja, okay, dann ist der auch sicher. Oh mein Gott, dann ist der... Den packst du drüber. Ja, oh, guck mal, Gott. Was? Ey, wir haben jetzt doch keine Runde die Tipps gebraucht. Wie sieht das überhaupt aus? Wenn wir nach Tipps fragen, okay, Level 7. Und neues Outfit für die Blaue. Die hat neues Outfit frei. Mal gucken, haben wir die Blaue am Start? Ja, guck mal, cool. Hier, die spielt Klavier. Oh, wie gut. Okay, warte, was ist denn bei Hint? Oh, das ist ja cool. Können wir das unendlich? Ich glaube schon, oder? Doch, man könnte das... Yo. Aber das dürfen wir nicht machen, das wäre sonst zu einfach. Okay, dann hier... Das ist auf jeden Fall glasklar. Oh, es hat schon sehr geholfen jetzt gerade mit dem Hints. Das stimmt. Also ich hätte es nicht herausgefunden. Einfach so in die Mitte gepackt, das Ding, ja, ne? Ja. Okay, das werden wir auf jeden Fall nicht nutzen, Leute. Wenn wir gar keinen Weg mehr wissen, dann haben wir es auf jeden Fall. So, jetzt hier, guck mal. Next Puzzle. Was glaubst du, dass wir hier machen? Die gelbe könnte unten hin, das, genau. Ne? Oh, das ist auch glasklar. Dann haben wir... Ich sag den Orangen in die Mitte. In die Mitte links, einfach? Links, genau. Ich glaube schon. Einfach so? Nee, runter, ja. Einfach so. Guck mal hier. Yeah! Okay, warte mal, wir müssen kurz überlegen. Ich glaube, das Ding kommt so da hin. Ja. Dann kommt das Ding hier hin. Ah. Nee. Hä, wo kommt das hin? Ah. Oh. So, und dann Klavier spielen. Ey, guck mal, was haben wir? Drei einfach ein Outfit an, Alter. Wie cool sieht das bitte schon aus? So, sieht echt richtig cool aus. Jetzt haben wir schon fast Level 8 und Puzzle ist komplett, Leute. Mal gucken, was haben wir als nächstes für ein Puzzle? Okay, der ist sicher. Der war sicher, ne? Dann haben wir den sicher. Den auch sicher hier. Ja, Mann. Alter, das war eine easy Runde. Ich komme nicht mal so schnell mit, ne? Du konntest nicht mal was sagen, ich weiß. Alter, Schwede, das ist... Okay, Puzzle ist auch wieder komplett. Wow. Wir haben jetzt gleich ein neues Outfit frei, sehe ich gerade. Und, Alter, jetzt ist auf jeden Fall... Das sind die Level, die ein bisschen schwieriger sind, ne? Wo wir... Ah, ne, die... Die sind ja immer klar. Guck mal. Den Lianen würde ich ganz unten links hin machen. So? Ja. Stimmt, Tatsache. Dann kommt dann der hier. Dann die graue Katze hin. Nach dort, ja. Oh. Die rote. Oh. Einfach die Katzen. Oh. Immer noch die Katzenflüsterer. Wir sind gerade echt die Katzenflüsterer, ne? Und jetzt sind wir Level 8. Oh mein Gott. Und jetzt haben wir 9 Skin für Blöcke. Spielen wir doch gar nicht. Wir spielen doch gar keine Blöcke, Leute. Oh, der ist gerade angezeigt, dass wir als nächstes anscheinend den harten Modus haben, ne? Wo. Richtig, richtig schwierige Puzzle sein werden. Gucken, ob wir die auch schaffen. Na, doch, so. Oder? Nee. Das ist falsch. Das ist auch falsch. Ne? Als ob, einfach so. So? Oh, so was? Tatsache. Und er kommt da rein und zack, guck mal. Nicht. Das sah ja richtig gut aus, Leute. Jetzt haben wir hier zack, fast Level 9 jetzt sogar schon. Und nächstes Ding. Und jetzt kommt anscheinend das erste Hard-Mode-Ding. Yo! Okay. Der ist noch gleich. Aber das ist für uns... Der kommt noch ganz unten rechts. Der blaue kommt noch ganz unten rechts, sage ich. Der blaue so? Nee, der türkise. Ah, oh ja. Auf jeden Fall. Oh, doch nicht. Denn so. Und dann kommt der hier hin. Nee, der ist falsch. Nee. Und der... Hä? Okay, warte mal. Der blaue kommt noch ganz unten. Der blaue hier? Der blaue kommt noch ganz unten und da drüber kommt die Viereckkatze. Nee, das geht nicht. Aber okay, das wäre... Oh, was könnte denn jetzt... Okay, jetzt könnte vielleicht das erste Level... Oder sagt er uns vielleicht nicht, ob was richtig ist? Könnte natürlich auch sein, ne? Beim harten. Ist es falsch? Warte mal, so. Jawohl. Dann kommt... Oh, so. Ach, und jetzt, guck mal. Es ist eins über. Es bleibt beim einer über. Beim Hartmus bleibt quasi eine Katze über. Das heißt, die sitzt ganz allein da unten. Ey, das ist doch mal... Die arme Katze. Und wir kriegen gleich neue Outfits, ne? Die sehen wir schon richtig cool aus. Okay, das auf jeden Fall. Dann ist das auf jeden Fall.
Oh ja. Dann das vielleicht so. Oh, als was? Ob. Und da, und der oh so. Mein Gott. Okay, warte, jetzt kommt der auf jeden Fall. Eine Vierex-Katze nach unten links? Alter. Der, warte mal, eine Vierex-Katze? Ganz unten links, ja. Ja, okay. Guck mal, also. Und so. Oh das mein soll Gott. Das Schwierige sein. Oh mein Gott. Wir nehmen alles. Das ist einfach. Oh mein Gott, wir haben alles auseinandergenommen. Wir haben alles auseinandergenommen, Leute. Was geht denn jetzt ab? Okay, jetzt fehlt noch eine. Ein Winner, haben wir ein neues Outfit für eine Katze. Einmal frei. Okay, das 100%. Ja. Das so? Ja. Nee. So vielleicht? Weiter runter, das. Weiter runter. Ich glaube, den könntest du connecten rechts. Rechts, 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 rechts. Da, hoch. Ja, rechts. Oh. Ja? Nee. Oh, netter Versuch auf jeden Fall. Dann haben wir das hier. Ja. Und dann haben wir den hier. Ja. Okay, dann haben wir den hier. Die grüne Katze nach links. Die grüne Katze nach links. Stimmt. Das ist ein guter Call. Das ein höher? Nee. Nach ganz rechts, so? Ja. Hä? So. Hä? Okay, warte mal. Vielleicht sind die auch nicht genutzt. Vielleicht müssen wir die nicht nutzen. Das hier. Ja, Mann. Stark. Dann hier. Starker. Oh. No, stärker. Oh, yo. Und den braucht man nicht hier. Den Wurm. Wie die Katze eigentlich aussieht. Jetzt haben wir Level 9. Und nice Out-Hit. Spirited Meower. Oh, neuer Titel. Oh nein, wir nur ein neues Dings. Warte mal, Menü. Haben wir kein Outfit hier bekommen? Nee, ne? Anscheinend nicht. Tatsache noch nicht. Okay, kein Problem, Leute. Wir gehen rein jetzt hier in ein richtig schwieriges Puzzle. Oh mein Gott, was ist denn? Oh mein Gott. Das ist leicht. Nee, doch nicht. Ich dachte gerade, Alter, das sieht richtig schwer aus, ne? Okay, jetzt mal kurz überlegen. Das hier auf jeden Fall, warte. Ja, das war auf jeden Fall irgendwie sicher. Dann so. Ja. Dann haben wir den. Den. Du brauchst gar nicht nachdenken. Nee, wieso? Ja, weil du bist einfach der, du schaffst einfach alles. Ich bin einfach hier der Katzenflüsterer. Ich bin der Katzenflüsterer. Der Katzen. Guck dir das an. Flüsterer. Okay, warte. Dann fehlt hier auf jeden Fall. Oh, der hier. Den letzten. Dann, so. So. Und jetzt haben wir alle nutzen. Alter, das war krass. Ey, das war richtig krass, muss ich sagen, ne? Das war auch echt ein krasses Level. Okay, so hier. Das Puzzle easy geschafft, Leute. Das sieht jetzt auch ein bisschen... So, was haben wir hier noch? Das hier so. Hätte ich jetzt gedacht, gelbe Katze, ne? Kommt unten in die Mitte hin, sage ich. Die gelbe Katze, die hier, ne? Die gelbe kommt unten in die Mitte. Ja, ja, das, ja, ja, ja. Das auf jeden Fall. Denn das hier kommt so. Ja. Denn hier. Oh ja, Mann. Dann kommt das. Oh, jetzt geht's doch. Okay. Dann haben wir das. So. So. So vielleicht? Okay, warte mal. Jetzt legen wir erstmal ganz kurz hier die Katzen hier rein. Ah. Okay. Okay. Oh mein Gott. Der war krass auf jeden Fall, ne? Der war gerade richtig krass. So, Level auch geschafft. Easy. Na guck, was haben wir jetzt? Jetzt kommt, glaube ich, was richtig krass. Ey, wir bekommen gleich noch zwei Level und kommen ein neues Aussehen. Oh, stimmt, du hast recht. Okay, warte mal, hier. Das war leicht, das war schade. Entweder kommt das dahin oder es kommt dahin. Es kam dahin. Okay, was siehst du noch irgendwas? Siehst du hier noch irgendwas? Das hier? Das ist... Nee. Ja, hätte ich auch gedacht. So. Was ist mit der Quadratkatze? Kommt die oben rein, in die Mitte? Ja, sehr guter Call. Okay. Dann kommt das safe dahin. Ja, Mann, dann kommt die dahin. Eine lange Katze oben links. Die dahin. Oh, nee, warte mal. Die kommt drüber. Der kommt lange rüber. Lachs, der lange Lachs. Und ja. Ja, und eine ist alleine jetzt hier. Und jetzt kommt schon neues Katzenoutfit endlich mal wieder. Wir haben lange kein... Und ein neues Level? Fast Level 10 jetzt hier. Oh, es fehlt noch ein Win. Ich hoffe, für die Vierex-Katze kommt ein Anzug. Ich hoffe auch, Alter. Die braucht auf jeden Fall ein neues Outfit. So, ja. Okay, das war schon mal richtig. Dann eine das. Eine blaue. So, so. Mhm. Oh. Eine blaue kommt unten rechts hin. Eine blaue kommt unten rechts hin. Ja. Tatsache. Guck. Sehr das guter Call. Dann kommt das dahin. Stark. Das dahin. Das kommt dahin. Das kommt jetzt dahin. Oh. Was? Oh, das wäre auch zu schön gewesen. Ey, als ob das nicht passt. Aber welche kommt dann? Die pinke. Dann kommt ihr. Stimmt, Tatsache. Dann kommt die dahin. Oh. Und jetzt kommt die da. Die blaue dahin. Da unten. Oh. Oh, alle gebraucht. Wir haben jetzt gerade alle gebraucht bei dem Level. Das war richtig krass. Und für welche Katze bekommen wir ein neues Outfit? Level 10 und... Oh, neues Outfit für die. Die sieht aus wie ein Toastbrot jetzt.
Ey, es war echt für die 4X-Katze, so wie ich gesagt habe. Wie du es gesagt hast, einmal, das sah aus wie ein Toastbrot jetzt hier, ne? Okay, warte, jetzt haben wir das aller schwerste Level. Mal gucken. Oha. 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 Oha, Leute. Oh, fast. Ich dachte, jetzt mache ich hier jeden Call richtig. Das wäre zu krass gewesen. Das wäre gerade echt zu krass gewesen. Okay, warte mal. Auf jeden Fall kommt hier oben die 4X-Katze rein. Dann kommt hier die... Ja. 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 Oh mein Gott, Alter. Ey, das sah richtig crazy aus, Leute. Wow, Mirkan, guck mal. Muss ich hier ein bisschen mit meinem Schwert ein paar Sachen... Pass auf, das sind Stifte. Ah, Alter. Zack. Oh. Zack. Ah, zack und zack. Alter, ich muss die alle kaputt machen oder was hier? Und hoppa. Aber guck mal, unser Schwert kann auch oben kaputt gehen. Irgendwie haben wir eine Lebensanzeige. Stimmt, du hast recht. Oder ist das zum Upgraden? Oh Gott. Warte mal. Stimmt. Oh, was sind diese Ohre-Dinger? Was ist das? Hä? Das weiß ich nicht. Okay, hier, komm, Soda. Zack, 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 zack. Alter. Oh oh. Sind die gut oder schlecht? Wir machen voll mein Schwert kaputt. Ja, keine Ahnung, guck, wie unser Schwert aussieht. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Ich hab nur 6 Leben. Level 2? Oh. Hä? Wie soll ich denn das schaffen? Ich glaube, wir haben ein Problem. Oh Gott. Hä? Das. Mein Schwert. Okay, jetzt müssen wir anscheinend diese Dinger zusammenfügen, damit wir ein stärkeres Schwert machen. Jetzt können wir. Ah. Noch mehr verbessern. Und noch mehr verbessern. Alter, noch eins hier. Wie viel? Lol. Wir haben noch mehr Geld. Und ich habe noch mehr Geld, ne? Und ich habe noch mehr Geld. Aber dann kann ich nicht mehr, oder? Nee, okay. Und dann werden sie zusammenschmelzen, oder was? Wir bekommen ein neues Bronzeschwert. Schwert. Nein. Oh mein Gott. Und jetzt, bam, bam. Und jetzt sind wir ein bisschen stärker. Aber nur ein bisschen. Nicht krass, aber ein bisschen. Hä? Und jetzt können wir hier sogar Power und so. Oha, das ist echt krass, ne? Jetzt sind wir ein bisschen stärker. Wir haben ein bisschen mehr Leben. Jetzt haben wir 300 Leben. Ja, das sehen wir jetzt bei den Sodaflaschen. Oh mein Gott. Ja, oh mein doch. Gott. Zack, 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 zack. Zack. Alter, wir kriegen noch $20 jedes Mal, ne? Oh mein Gott, was? Die waren eben gerade nicht One-Shot, oder? Okay. Ne, die waren nicht One-Shot eben. Okay, Ohre-Dinger. Wichtig. Alter, wir sind gerade... Alter, das war voll cool. Oh. Zack, 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 zack. Oh mein Gott. Und Bambus. Yeah, yeah, yeah. Oh, 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 wir sind noch nicht so stark genug für Bambus. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Okay, und Level 3 jetzt sogar hier. Guck mal, zack. Komm, oh, jetzt kommt voll viel Bambus. Der macht, glaube ich, voll unser Schwert, glaube ich, kaputt, ne? Ich glaube, wir kommen nicht so weit. Da wollen wir ein so ein bisschen so weniger Schwert. Jetzt hier. Oh nein, 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 nein. Das Schwertleben. Das Schwertleben. Nein. Oh, oh nein. Aber jetzt haben wir echt viel Geld bekommen, ne? Jetzt können wir... Sag es nicht. Ja. Als ob. Okay. Oh. Und? Und Speed. Okay. Und Power. Und... Zack. Und... Nein. Jetzt haben wir alles auf... Nein. Was ist denn Gun? Wir kriegen sogar eine Waffe? Nein. Okay, und jetzt würde ich sagen, schmelzen wir mal das Schwert zusammen. Mal gucken. Sieht das jetzt vielleicht anders aus? Ich weiß nicht. Nee, noch das Bronzeschwert. Ist noch das Bronzeschwert. Aber wie lang? Okay, wir haben ein bisschen... Oh, 20% mehr. Oh, ist das auf jeden Fall... Er ist breiter, aber die Länge ist noch gleich, ne? Oh, hier können wir wieder... Ah, wir kennen den gerade... Das sieht aus, als wenn es länger ist irgendwie. Komm schon, bitte, bitte, lass... Ja! Oh mein Gott! Was? Zack, 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 zack. Au, das ist ganz schön viel Leben. Farbe. Das ist ein Ritter. Ritter. Ongar, 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 Ongar. Alter, Alter. Richtig viel Leben abgezogen. Geh in der Mitte durch. Komm schon, komm schon, komm schon. Oh Gott, hier gibt's Leben. Ja, was? Wir haben voll viel Leben abbekommen. Zack, 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 zack. Und hier, komm. Bam. Und bam, 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 bam. Geld. Alter, das ist eine richtig starke Runde jetzt gerade. So, hier. Die blöden Farbeimer. Zack. Und das Bambus hier wieder. Und da vorne ist wieder ein Ritter. Und wieder Leben sehe ich gerade. Zack, 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 zack. Sehr gut. Fortschritt 8 schon. Und zack, 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 zack. Komm her. Ongar, Ongar. Und. Oh Gott, der zieht ganz viel Leben ab. Oh Gott. Aber wir haben wieder mehr Leben bekommen. Ja. Sehr gut. Und wieder so eine. Oh Gott, das ist ein Tor. Das Ohr, Bro. Das brauchen wir.
Und da ist ein Tor. Da ist ein Tor. Woher? Die Ziellinie. Was ist das? Hä? Warte, ich mal, weiß nicht. Zack, zack. Was bringt das jetzt? Okay, jetzt haben wir ein Tor und jetzt. Und am Ziel. Wow. Wow. Ah, da hinten ist ein Riesenschwert. Das brauchen wir. Oh nein. Alter, da können wir so ein Excalibur-Schwert oder so bekommen. Und Iron Fist oder so. Hä? Alter. Sieht ja richtig verrückt aus. Okay, ich glaube, jetzt haben wir hier ganz viele neue Ores, die wir uns auch kaufen können. Erstmal machen wir jetzt hier das Ding ein bisschen besser. Und jetzt kaufen wir mal so viele Ores, wie es nur geht. So. Die verbinden wir jetzt erstmal ganz kurz alle miteinander. Okay, jetzt ist die Frage. Bei welche Upgrades machen wir jetzt? Wir haben zwei Möglichkeiten. Was upgraden wir jetzt? Ich würde sagen, Power ist wichtig. Power und Leben? Und Leben, hätte ich jetzt auch gesagt. Ich hätte jetzt Power und Leben sogar gesagt. Ja, Power und Leben würde ich auch sagen. So, Power und Leben. Und jetzt haben wir hier... Und? Oh. Und, ist da noch ein Bronzeschwert? Da ist auch noch Bronzeschwert. Aber sieht, hä? Ey, sieht anders aus. Es ist komplett anders. Oh mein Gott. Okay, es sieht echt krass aus jetzt gerade, ne? Vielleicht kommt nach Bronze Silber und dann Gold oder so. Das könnte... Oh Gott. Oder hier kommen wir easy jetzt, oder nicht? Ja, easy. Also da geht's ja richtig easy durch. Seife. Wie oh. Gut. Oh. Okay, als ob ich Seife nicht einfach schneiden kann. Nydranten? Hä? Okay, haben wir auch. Alter. Zack, 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 zack. Alter, das ist so angenehm. Kann ich das kaputt machen? Ja, sogar das. Tatsächlich. Was? Bin ich gedacht eben. Das hat sehr viel abgezogen. Ich weiß nicht, ob das gerade zu Wurf war. Oh, stimmt. Das hat echt viel abgezogen, ne? So, easy. Oh nein, da sind 2 Tonnen. Das sind 2 Tonnen. Ich glaube, ich aus so eine... Ist kaputt machen? Ja! Alter. Ich habe gerade 2 Tonnen einmal kaputt gemacht. Aber die Fahrtlosen sind immer noch nicht One-Hits. Guck mal da hinten, das ist ein Bonus-Level. Stimmt. Weg mit der Seife. Seife weg. Seife weg. Seife. Ah. Komm, Bonus-Level. Zack, 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 zack. Ja, zack, 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 zack. Okay, Bonus. Sehr gut, Bonus. Bitte leben. Was ist das jetzt? Oh Gott, hä? Bam. Bambus. Wow. Oh, was? Oh nein, das nein. War schon kaputt. Nein, Alter, das war richtig krass gerade. Ja, da können wir unser Schwert extrem heftig machen. Okay, das heißt jetzt hier Eisenschwert. Okay, nee. Ich glaube, wir können jetzt hier wieder ein bisschen mehr Ohre-Dinger kaufen. Aber auch nur voll wenig. Hä? Haben wir nicht so viel Geld gemacht? Was machen wir jetzt hier? Geschwindigkeit oder Breite oder Länge? Ich hätte Breite gesagt. Breite, es ist noch ein bisschen breiter. Jetzt schmelzt es auch noch mal ganz kurz zusammen. Fortschritt 10. Das ist ein bisschen breiter, ne? Aber irgendwie trotzdem ein bisschen enttäuschend, wie wenig wir jetzt hier gerade bekommen haben, ne? Ja, das stimmt. Ein bisschen wenig. Da müssen wir mein Schwert noch mal ein bisschen verbessern jetzt gleich. Wow, es geht weiter! Wir starten wow. Da wieder! Wow! Was? Yo. Und zack, 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 zack. Und zack, 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 zack. Alter, das ist so krass. Wir haben jetzt schon wieder 500 Geld. Yo, wow, wow. Und zack. Ey, als was? Ob die satisfying. Das ist so satisfying, Alter. Und wow. Und hier durch, hier durch, hier durch. Hier durch. Das sind 5. Alter, wie wir alle kaputt gemacht haben, ne? Wir sind gerade richtig viel Geld bekommen. Das war, oh Gott, Eis? Aber Eis ist doch leicht. Hey, ist das ein krasses Eis? Das ist Metalleis. Nein, ich habe nur noch 15 Leben. Soda. Immer noch nicht One-Shot. Oh. Ah. Nein. Ey, was? Okay, aber ich glaube, jetzt können wir unser Schwert deutlich verbessern, weil wir jetzt ja gerade wieder viel Geld bekommen haben. Das heißt hier. Aber die Ohrs, die werden ja auch teurer. Voll frech. Okay, hier, zack, zack. Die eine bleibt leider über. Wir können nur einen wieder upgraden. Ey, das darf nicht wahr sein. Dann die Länge. Länge. Machen wir die Länge auf jeden Fall. Zerschmelzen wir das mal ganz kurz hier. Rein da. Und es ist jetzt ein bisschen länger geworden. Und damit können wir, glaube ich, dann mehr Sachen auf einmal holen. Vor allem bei diesem Bonuslevel. Was echt praktisch sein könnte, ne? So, hier. Komm schon. Ongar. Ongar. Wir sind auch gleich Level 16 oben rechts. Ongar. Stimmt. Wir sind gleich Level 16, du hast recht. Das heißt, oh, und Soda. Das Soda immer noch nicht One-Hit ist, ne? Nee, so. Irgendwie. Ja. Oh, das zieht richtig viel ab, ne? Du hast recht. Das ist nicht so schlau, das Ding. Das zieht zu viel. Das ist. Dual Hand! Dual Hand? Was? 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 Oh mein Gott! Ja, 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 ja. Und wir sind wieder full life. Tatsache. Warte, Ton. Und Leben. Und wieder full life. Alter. Hä, wie viel Leben kriegen wir hier? Wie viel Leben brauche ich gar nicht? Gib mir das Leben lieber gleich, nicht jetzt. Okay, jetzt hier.
Zack, 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 zack. Okay, das ist krass. Alles durch. Ey, du bist ein richtiger Schwertprofi. Ich bin absoluter Ninja, Alter. Jetzt hier easy. Zack, 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 zack. Und, oh mein Gott, wir gehen durch das Tor. Das heißt, ich glaube, wir kommen jetzt hier relativ weit. Highscore. Ja, let's go. Du bist ein Assassine. Ich bin ein Assassine einfach. Was? Das ist richtig krass. Und wir haben eine neue Iron Fist. Aber, oh, Upgrade Ohr. Ah. Können wir leider nicht holen. Das wäre cool gewesen. Jetzt müssen wir hier leider wieder neu kaufen. Und, können sie wieder nur so richtig Billo-Sachen leisten. Okay, wir könnten jetzt entweder Speed upgraden. Oder ich wäre dafür, dass wir Stärke upgraden. Ja, Stärke ich auch. Bam! Stärke upgraded. Und zusammen machen. So, ich brauche jetzt hier ein besseres Schwert, bitte. Oh mein Gott. Was ist denn das jetzt für ein Schwert, Bro? Das ist so ein Excalibur-Schwert schon. Was ist das denn für eins? Ich kann gegen einen kämpfen. Trau dich doch mal, Kollege. Trau dich, hä? Easy. Oh Gott. Alter. Oh Gott, oh Gott. Oh Gott, aua. Aua. Heavy Attack. Oh. Steps. Ja. Hä? Du hast ihn direkt besiegt, Bro. Was? Wir haben gewonnen. Das hat es jetzt gebracht. Ein bisschen Geld haben wir, glaube ich, bekommen, ne? Okay. Ich glaube, nur ein bisschen. Oh nein, das Bambus sieht stark aus. Aber nicht für mich. Alter. Andere Farbe gewesen. Jetzt, der Ritter jetzt hier. Der wird jetzt easy geholt hier. Komm schon. Ja. Der hier auch. Easy. Der König hier. Zack. Jetzt so da. Ich muss das durchgehen, oder? Direkt. Ja. Oh, ja. Oh mein Gott, wie angenehm. Und zack, zack, zack. Und Ors. Okay, den lassen wir. Der macht zu viel Schaden. Oh, verdammt. Ah, ja, gut. Oh, Holzstämme. Die bringen nur $10 und machen voll viel Schaden. Aber egal, da vorne ist neues Leben. Kein Problem. Komm schon. Komm schon jetzt hier. Schön. Ja. Ja. Und hier. Leben. Und den auch kaputt machen. Besieg ihn. Kaputt machen. Zack, 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 zack. Pass auf. Das war, glaube ich, nicht so schlau wie während des Pugels. Oh mein Gott. Leben. Oh Gott, wer ist denn das? Wer ist das Boss denn? Battle. Draco. Dracula. Dracula. Aua. Dracula. Dracula. Dein Schwert. Dracula. Okay, wir haben ein bisschen verloren. Egal. Da haben wir jetzt wieder Geld und Ohrs. Und Level 7 jetzt auch schon. Sehr gut, hier haben wir wieder Bambu-Upgrades. Aber jetzt sind wieder die Holzstämme. Nein. Oh! Hä? Ich kann einfach durchgehen. Warum sind sie jetzt One-Shot? Farbdinger. Nein. Hä? Sind die nicht One-Shot? Nein. Hä? Die waren gerade voll stark, die Farbdinger. Was waren das jetzt gerade? Okay, kein Problem. Denn. Hä? Anscheinend haben wir gerade das Ohr gerade bekommen. So, jetzt müssen wir die einmal wieder alle kurz kaufen. Wir können uns nur so kleine Sachen leisten. Okay. Wir können jetzt wieder ein Upgrade machen. Ist die Frage nur, was? Leben? Oder? Eigentlich ist Leben schon. Eigentlich ist nur Leben und Stärke wichtig. Ich weiß, eigentlich schon. Okay, komm. Machen das rein. Essen wieder zusammengeschmolzen. Und rein hier. Okay, das war, glaube ich, ein stärkeres Schwert, ne? Ja, willst du mein Leben? Das sieht schon cool aus. Das sieht echt cool aus, muss ich sagen. Aber ich bin noch nicht. Komm hier, noch ein kleines Battle hier. Gegen den Kleinen hier. Den kriegen wir hin. Was kriegen wir dafür, wenn wir gewinnen? Zack, zack. Feuer. Aua, aua, aua. So, und. Ah! Oh mein Gott, der hat gesessen. Und Steps. Alter, die haben richtig gesessen. Und jetzt Tornado. Warte. Tornado, kann ich auch. Ich mach auch Tornado. Zack, und Heavy. Oh nein. Egal, ich habe ihn trotzdem. Alter. Easy. Wir haben ein bisschen Geld bekommen, aber das war's auch. Krasse. Dann kriegt man jetzt nicht unbedingt. Das heißt, wir gehen jetzt wieder rein und machen jetzt hier ganz entspannt. Zah, zah. Und die sind jetzt echt irgendwie schwächer geworden, zah, die Holzdinger. Aber die Paint-Dinger jetzt nicht. Nee, die sind immer noch so stark, komischerweise. Zack. Lohnt sich die überhaupt? Du verlierst 20 bei denen. Ist schon viel, ja. Ich weiß. Ist schon echt sehr viel. Alter, ich verliere bei dem voll viel. Okay, jetzt hier noch. Ah, davon ist aber Leben. Alles gut. So, hier Bambus. Bambus easy. Ra, ra, ra. Zack, Geld und Hydranten. Gehen wir aber hin hier. Easy, Tondinger. So, warte. Ja, und Leben. Jetzt hier zack, 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 zack. Hö? Milchshakes. Oder sowas. Milchshakes. Was ist das denn? Urlaub.
Wow! Also! Yo! Und zack! Oh, verdammt. Mann, das wollte ich gar nicht. Oh, was ist jetzt hier? Was ist das denn? Das? Oh, zack! Alter, wie viel Geld wir gerade bekommen haben. Okay, jetzt hier. Ah, komm schon. Komm schon durch Paint durch. Weg hier. Und Holz. Ja, ich glaube, nee. Oh nein, nein, mein Schwert. Aber alles kaputt gemacht vom Holz. Und wir haben ein bisschen Geld jetzt wieder gerade bekommen dadurch, ne? Das heißt, wir können jetzt hier wieder ein bisschen Ohre kaufen. Wir können nicht mal upgraden. Ein nur. Nein. Speed. Ist ja frech. Egal, sind wir ein bisschen schneller. Ist auch nicht verkehrt. Jetzt sind wir ein bisschen schneller mit dem Schwert. Und es hat einen anderen Look. Oder? Nee, nee, doch nicht. Nee, ich glaube, das sieht anders aus. Nicht. Aber wir können jetzt hier direkt... Wir starten gar nicht beim Anfang, wo wir gerade waren. Stimmt, wir starten anders. Zack. Zack, 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 zack. Ra, ra, ra. Okay, easy. On guard, on guard, on guard, on guard, on guard. Zack, 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 zack. Oh mein Gott, das ist so schnell, das Schwert. Alter, Assassine Box. Assassine, guck mal hier, wie schnell das ist. Wir können da schnell durchgehen. Sa, Alter. Bro, du hast es gerade One-Shot kaputt gemacht. Sa. Ja, man kann es schneller machen, wenn man es so bewegt. Weil man ja quasi... Guck hier, pass auf. Siehst du? Und Vacation. Oh mein Gott, das ist so verrückt. Das ist ja so krass. Zack. Und zack. Und hier, easy. Ja, das ist ja... Kriegst du hier alle? Also! Nein, einen übersehen. Egal. Okay, wir kommen hier auf jeden Fall ganz schön schnell durch. Aber jetzt aber Level 8, oder? Schafft man das? Ja, ja, schafft man hier. Kommen wir hier, zack. Easy, Level 8. Das war echt sehr knapp, muss ich sagen. Das war echt sehr knapp. Oh, Pringles? Da vorne sind Pringles. Was? Nein. Sag mal, das geht direkt kaputt hier, oder was? Und wir haben jetzt immer noch so wenig Geld. Warum haben wir nur so wenig Geld? Aber jetzt kann man aber, glaube ich, hier, komm, upgraden. Ey, so wenig, ne? Alter, wir können nicht mal was upgraden. Das ist echt wenig. Wir können nicht mal was upgraden. Vielleicht ist das. Ja gut, dann geht ja nicht zum Schmelzen jetzt. Aber dafür starten wir jetzt hier direkt bei Level 8. Und zack, 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 zack. Ich hoffe, da sind Chips drin in der Dose. Ich auch. Komm. Zack, 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 da sind Chips drin. Da sind Chips drin, ja Mann. Okay, komm schon hier. Oh Gott. Das war doch nicht so schlau. Oh, wie viel Schaden hast du bekommen? Wie viel war das? Das war viel, oder? Du bist doch 200. Ich hab nur noch 150. Okay, jetzt aber. Zack, zack, zack. Komm schon, alle einmal weghauen hier. Alle weghauen, Kollegen, aus dem Weg. Oh mein Gott, das ist ein Tresor. Das ist ein Tresor, mach auf. Aufmachen, gib mir das Gold. Wow. Okay. Bisschen Geld bekommen. Und zack, 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 wieder hier. Oh, 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 Alter, das war knapp. Bro, das war richtig knapp. So. Okay, easy. Und jetzt hier. Ra, 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 ra. Und den nehmen wir lieber nicht mit. Oh, so, vorsichtig, damit wir hin noch durchs Ziel kommen. Ha, okay, und jetzt hier. Das ist ja das Tor. Mal gucken, wie weit wir kommen. Pass auf! Nein! Oh nein! Nein! Direkt davor. Ey, das war so blöd gerade von mir. Okay, jetzt. Jetzt können wir aber, glaube ich, hier wieder was verbinden. Aber auch nur ein. Auch nur ein. Ich glaub's ja nicht. Aber was nehmen wir da jetzt? Breite. Breite ist, glaube ich, nicht schlecht. So, das Schwert nämlich noch ein bisschen breiter. Und damit haben wir jetzt, glaube ich, ein richtig schönes, breites Schwert gemacht, Leute. Wenn ihr noch ein zweites Mal sehen wollt, wie wir auf jeden Fall am Ende das Excalibur-Schwert holen, dann lasst auf jeden Fall gerne ein Like und ein Abo da. Checkt einfach hier das Video aus, einfach gerne draufklicken. Haut rein, bis morgen. Ciao, ciao.